Dank, Herr Schäfer. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete, Herr Dr. Gaumer. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Schäfer, wenn Sie ständig so laut herausposaunen, wie gerne Sie Opposition machen, dann müssen Sie aufpassen, dass nicht die Wähler im nächsten Jahr diesen Wunsch wieder erhören und Sie wieder für fünf Jahre, weitere Jahre in die Opposition schicken. Da müssen Sie mal aufpassen. Meine Damen und Herren, die Piratenfraktion hat einen Antrag gestellt mit dem schönen Titel »Das Stromnetzvergabeverfahren transparent und diskriminierungsfrei zu Ende bringen«, Zitat Ende. Diese Aufforderung ist natürlich in der Sache dermaßen selbstverständlich und naheliegend, dass wir ihr genauso selbstverständlich nicht zustimmen können. Meine Damen und Herren, wo kämen wir denn hin, wenn wir bei jedem Verwaltungsakt die Verwaltung auffordern würden, nach Recht und Gesetz zu handeln? Wir würden uns als Parlament doch lächerlich machen. Die Verwaltung braucht das nicht. Und auch die aktuelle Senatsmannschaft, lieber Herr Kollatz-Ahnen, auch die aktuelle Senatsmannschaft braucht eine solche Aufforderung nicht, denn dort wird nach Recht und Gesetz gehandelt. Die Piraten fordern weiter den Senat auf, nicht mit Vattenfall im Stromnetzvergabeverfahren zu verhandeln. Auch diese Aufforderung, meine Damen und Herren, ist völlig überflüssig, denn der Senat weiß selbstverständlich, dass er im Vergabeverfahren keine diskriminierenden, also eine der Antragsteller oder Beteiligten diskriminierenden Verhandlungen führen darf. Über andere Möglichkeiten der Kooperation außerhalb des Vergabeverfahrens darf natürlich gesprochen werden. Insgesamt also können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Lieber Herr Mayer, das wird Sie nicht überraschen. Sie haben die Diskussion im Ausschuss ja mitbekommen. Der Senat wird auch ohne Querschüsse der Piraten das Stromnetzvergabeverfahren diskriminierungsfrei und zügig zu Ende führen. Und, lieber Herr Kollege Schäfer, Sie werden es auch nicht erleben, dass in der Übergangszeit jetzt die Zahlung der Konzessionsabgabe eingestellt werden würde. Man wird dort Rechtsgründe, Zahlungsmodalitäten und so weiter finden. Sie können sicher sein, die aktuellen Lizenzinhaber sind sich ihrer Verantwortung bewusst und werden nicht hier Zahlungen einstellen und damit das Land Berlin oder sich selber in Schwierigkeiten bringen. Hier können Sie damit rechnen, dass auch in diesem Punkt kooperativ verhandelt werden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Gaumer. Das Wort zu einer Zwischenbemerkung hat Herr Abgeordnete Mayer. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Dr. Gaumer, woher wissen Sie das so genau? Vielleicht sollten wir den Senat mal fragen, wie es denn eigentlich ausschaut jetzt beim Gas mit der Konzessionsabgabe, wie denn dort eigentlich jetzt die von Ihnen gerade angesprochene Zwischenregelung eigentlich aussieht, ob denn sozusagen dort Vattenfall Ihnen garantiert hat, dass die Konzessionsabgaben in voller Höhe erhoben und weitergeleitet werden. Frau Suthoff nickt an der Stelle. Ich hätte das gerne tatsächlich noch mal. Ich werde das in Form einer kleinen Anfrage noch mal stellen, weil ich das dann doch noch mal gerne schriftlich hätte, wie es aussehen wird, weil ich nämlich tatsächlich keine Rechtsgrundlage sehe und mich doch sehr wundern würde, wenn die GASAG bereit wäre, nicht eingenommene Konzessionsabgaben dort aus dem Hut zu zaubern und an sie weiterzuführen. Also da, wie gesagt, das sollte man vielleicht noch mal etwas detaillierter klären. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Haben wir nicht. Dann Herr Wolf von der Fraktion Die Linke. Bitte schön. Kann mir mal jemand... Herr Präsident, meine Damen und Herren,
Wir haben schon vor geraumer Zeit beantragt, dass das Stromkonzessionsverfahren aufgehoben wird und neu ausgeschrieben wird, weil es dafür gute rechtliche Gründe gibt, Herr Mayer. Weil nach dem Urteil zu dem Gasverfahren das Netzkonzessionsverfahren Strom mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten belastet ist. Das ist die Grundlage und erhebliche Rechtsfehler, wenn das Urteil des Landgerichts sich in den weiteren Instanzen fortsetzt, mit erheblichen Rechtsfehlern behaftet ist. Und das ist keinem Bieter zuzumuten, weder Vattenfall noch Berlin Energie noch der Bürgergenossenschaft in einem solchen hochriskanten Verfahren, das wahrscheinlich dann bei Fortführung so und so klagebelastet ist. Deshalb sage ich jetzt, aus rechtlichen Gründen gibt es viele gute Argumente, weshalb man dieses Verfahren aufheben kann und auch aufheben soll. Wir sind hier aber auch ein politisches Gremium und deshalb kann es hier auch jenseits der rechtlichen Erörterung auch politische Argumente geben. Und mein politisches Argument ist, wenn das Stromverfahren fortgesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der Zuschlag zu 100% an Vattenfall geht. Das ist politisch, glaube ich, von der Mehrheit der Fraktionen hier nicht gewollt. Und wer jetzt einfach sagt, mit einer rechtlichen Argumentation, lasst uns das doch weiter fortführen, und möglicherweise droht da die Konzessionsabgabe auszufallen, der nimmt billigend in Kauf, dass Vattenfall 100% bekommt. Und das will ich nicht, sondern ich will ein faires, transparentes Verfahren, in dem Berlin Energie ein Wettbewerber ist und eine Chance hat und möglicherweise auch noch andere in den Wettbewerb in dieses Stromnetzverfahren gehen, meine Damen und Herren. Zweitens, das Thema Konzessionsabgabe können Sie gerne über eine Anfrage klären. Ansonsten finde ich, das ein Thema, das man im Hauptausschuss bereden muss. Aber das kann nicht der Grund sein. Das kann nicht der Grund sein, eine mögliche rechtliche Unsicherheit in dieser Frage zu sagen, wir führen das Verfahren jetzt einfach fort und geben den Zuschlag an Vattenfall. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass jetzt dieser Konsortialvertrag zwischen Vattenfall und Engie stattgefunden hat, was eine doppelte Kampfansage ist, nämlich erstens an E.ON und zweitens aber auch eine an das Land Berlin. In dieser Situation einfach zu sagen, wir setzen das Stromverfahren fort, als ob nichts gewesen wäre, und damit ein Faustpfand in den Verhandlungen aus der Hand zu geben gegenüber Vattenfall, halte ich für politisch fatal, meine Damen und Herren. Und das sollten wir nicht tun an dieser Stelle. Deshalb können wir, wie auch im Ausschuss schon, dem Antrag der Piraten nicht zustimmen. Wir wollen, dass es auch weiterhin eine Chance gibt für Berlin Energie. Wir wollen, dass es Wettbewerb gibt und dass es nicht die Monopolstellung eines Bieters im Stromnetzkonzessionsverfahren gibt. Und deshalb wollen wir, dass dieses Verfahren zurückgesetzt wird, neu ausgeschrieben wird. Parallel dazu und unabhängig davon müssen die Verhandlungen mit den Gesellschaftern führen. Aber Sie haben natürlich im Gesamtkontext, hängen Sie auch in gewisser Weise zwar nicht rechtlich zusammen, auch nicht von der Art und Weise, wie man verhandelt, aber es bildet auch einen Hintergrund für diese Verhandlungen. Und das, finde ich, soll man berücksichtigen. Alles andere ist unpolitisch. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zum Antrag auf Drucksache 17-2288 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen Piraten die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der Piraten. Gegenstimmen. Die Koalitionsfraktionen, die Grünen und die Linke. Enthaltungen sehe ich keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. Die Tagesordnungspunkte 18 und 19 stehen auf der Konsensliste. Tagesordnungspunkt 20 war bereits in Verbindung mit der Priorität der Fraktionen der SPD und der CDU unter den laufenden Nummern 31 und 32 aufgerufen worden. Der Tagespunkt 21 steht wiederum auf der Konsensliste. Ich rufe nunmehr den Tagespunkt auf 21a, Dringliche Beschlussfassung des Hauptausschusses.
Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte mal, die Ansammlung dort hinten aufzulösen, entweder sich hinzusetzen oder den Saal zu verlassen. Dankeschön. Die dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 1723-64, zur Vorlage zur Beschlussfassung gemäß § 38 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin, Nummer 3, 2015, des Verzeichnisses über Vermögensgeschäfte. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Dies ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Der Hauptausschuss empfiehlt einstimmig, mit allen Fraktionen der Vorlage zur Beschlussfassung zuzustimmen. Wer dies so beschließen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Dann haben wir das einstimmig so beschlossen. Eine Gegenstimme. Enthaltung. Eine Enthaltung bei den Piraten. Ich rufe nun auf den Tagespunkt 21b. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses Bildung, Jugend und Familie und die dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 1723-13 neu, zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU, Drucksache 17-1967, Präsenztag verpflichtend als Fortbildungstag festlegen. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Wir hatten in der letzten Sitzung die Beschlussempfehlung des Bildungsausschusses an den Hauptausschuss rücküberwiesen. Die Drucksache 17-2313 ist insofern gegenstandslos geworden. Eine Beratung der nunmehr vorliegenden Beschlussempfehlungen ist nicht vorgesehen. Der Fachausschuss und der Hauptausschuss empfehlen mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktion die Annahme des Antrages. Wer dem Antrag auf Drucksache 17-1967 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Ein Grüner? Nein. Gegenstimmen? Grüne, Die Linke und die Piraten. Dann. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bitte? Wir sind uns uneinig. Aber hinten stehen noch zwei, dort hinten stehen auch noch zwei. Jetzt geht da wieder einer rein. Es geht hin und her. Nee, Herr Brauer, also beim besten Willen nicht. Machen Sie, wie Sie es halten. Wir machen was, also bitte. Gut. Da Uneinigkeit besteht, können wir das Problem nur lösen durch einen Hammelsprung. Ich bitte die Mitglieder des Präsidiums zu mir, um die Funktion beim Abstimmungsvorgang festzulegen. Die Mitglieder des Hauses bitte ich, den Plenarsaal zu verlassen, in der Wandelhalle den Beginn der Abstimmung durch mein Gongzeichen abzuwarten und dann in den Saal durch den Abstimmungsverhalten entsprechende Glastür, gekennzeichnet Ja, Nein oder Enthaltung, einzutreten. Bitte betreten Sie einzeln in den Plenarsaal, um den Präsidiumsmitgliedern die Zählung der Stimmung zu erleichtern. Die Mitarbeiter der Verwaltung und der Fraktion sowie die Senatsvertreter sind gebeten, während der Abstimmungsvorgangs den Plenarsaal weder zu betreten noch zu verlassen. Sie müssen schon den Saal verlassen dafür. Ja, nee, darum geht es jetzt nicht mehr. Hier, so. Herr Brauer hat darauf bestanden.
So, ich darf noch mal bitten, dass die Abgeordneten jetzt den Saal verlassen. Zur Abstimmung. Statuieren, Herr Brauer. Recht haben Sie. Ach so. Frau Wildenhain-Lauterbach. Liebe Kollegen, raus da hinten. Machen Sie doch jetzt mal bitte. Herr Staatssekretär, sagen Sie nichts, was nachher im Protokoll aufkommt und Sie bereuen. So, alles dicht. Können wir anfangen? Dann ist die Sache erledigt. Ich brauche, das gehst du doch, lange genug dabei. So, ich bitte jetzt die Beisitzer und Beisitzer, sich an die Position zu begeben. Alle Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Ist das so? Ja, ja auch, Sie geben mir ein Signal. So, mit dem Gongzeichen eröffne ich jetzt die Abstimmung. Wer der Antrag auf Drucksache 17/1967 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Es geht um die Beschlussempfehlung zu einem Antrag der Koalitionsfraktion. Die werden ja wohl auch noch die Geschäftsführer wissen, wie abzustimmen ist. So, jetzt kommt. Präsenztag verpflichtend. So. Ist Gras gefuttert oder wie? Herr Heider hat abgestimmt. Gut, dann jetzt machen wir weitermachen. Thank you.
Ich frage mal die Beisitzerinnen und Beisitzer an den Türen, ob alle Mitglieder des Hauses die Möglichkeit hatten an der Abstimmung. Nein, noch nicht. Ich sehe aber niemanden mehr, der da draußen ist. Ach so. Gut. Jetzt. So. Also ich bekomme das Zeichen, dass alle Mitglieder abstimmen können. Dann bitte ich, mit den Auszählungslisten zum Präsidiumstisch zu kommen, um auch unsere Abstimmung aufzunehmen. Anschließend bitte ich, das Auszählungsergebnis festzustellen und mir mitzuteilen. Zwischendurch darf ich mal ansagen, dass beim Sprung durch die Hammeltür irgendjemand ein schwarzes Handy verloren hat. Das schwarze Schaf, ein schwarzes Nokia. Bitte melden. Ich teile Ihnen das Ergebnis mit. Mit Ja haben 77 abgestimmt, mit Nein 53, Enthaltungen keine. 53. So, damit ist dem zugestimmt worden. Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 22. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache 1723-45, Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen. Von den Rechtsverordnungen hat das Haus hiermit Kenntnis genommen. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich jetzt doch bitte, hier Ruhe einkehren zu lassen und aus den Reihen herauszutreten. Das stört wirklich. Herr Staatssekretär. Vielen Dank. Rufe auf Tagesordnungspunkt 23. Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 1723/27, Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ablehnen. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Herr Dr. Lederer, bitte schön, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits einmal haben SPD und CDU eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt, damals begründet mit der EU-Richtlinie 2006/24/EG. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung gekippt. Es handelte sich bei der, Zitat, Speicherung einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt. Komma, aus den Daten ließen sich, Zitat, bis in die Intimsphäre hineinreichende Rückschlüsse ziehen und Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile erstellen. Es steigert das Risiko, unschuldig weiteren Ermittlungen und damit weiteren Grundrechtseingriffen ausgesetzt zu sein. Im vergangenen Jahr hat der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie dann geschreddert. Die Begründung, eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung sei mit der Grundrechtecharta nicht vereinbar. Es seien davon auch Personen betroffen, die sich nicht auch nur unmittelbar in einer Lage befinden, die Anlass zur Strafverfolgung geben könnte. Es sei ferner kein Zusammenhang der Daten und einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit vorgesehen. Zitat: Wenn der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass etwas nichtig ist, weil es gegen die Grundrechte verstößt, dann kann die Politik nicht hingehen und sagen, interessiert uns nicht. Meine Damen und Herren, das hat der Bundesjustizminister Heiko Maas im Januar 2015 gesagt, und recht hat er, der Bundesjustizminister. Meine Damen und Herren, der jetzt im Bundestag verhandelte Entwurf eines Gesetzes zur Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen das Grundgesetz und die Grundrechtecharta der EU. Er ist weder geeignet noch erforderlich noch angemessen, bezogen auf das Ziel, schwere Straftaten aufzuklären. Im Jahr 2011
hat das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht eine Studie vorgelegt. Aus dieser Studie ergibt sich, dass die damals zeitweise bestehende Vorratsdatenspeicherung keinerlei Einfluss auf die Aufklärungsquoten hatte. Und das scheint ja auch logisch, denn gucken wir nach Frankreich. Dort gibt es die Vorratsdatenspeicherung schon länger und konnte irgendeiner der furchtbaren Anschläge, die dort stattgefunden haben, verhindert werden? Nein, das ist nicht geschehen. Meine Damen und Herren, jedes Telefongespräch, jede SMS, jeder Internetbesuch, jede IP-Adresse sollen 10 Wochen anlasslos gespeichert werden. Die Standortdaten für 4 Wochen. Was heißt Vorratsdatenspeicherung in einem demokratischen Rechtsstaat? Lassen wir noch einmal den Bundesjustizminister antworten. Der sagt, Zitat, das heißt, wir würden genau das machen, was die Terroristen eigentlich wollen, nämlich unsere Freiheit und unseren Rechtsstaat einschränken. Recht hat er auch hier, der Bundesjustizminister. Zitat, die angeblichen Vorteile an einer anlasslosen generellen Speicherung von Verbindungsdaten vermögen eine Totalüberwachung nicht zu rechtfertigen. Eine Vorratsdatenspeicherung erhöht die Aufklärungsquote nicht. Zur Kriminalitätsbekämpfung sind auch ohne eine Totalprotokollierung jeder Benutzung von Telefon, Handy, E-Mail und Internet genügend Verbindungsdaten verfügbar. Zitat Ende. Das wiederum habe ich einem Beschluss des SPD-Landesparteitags vom 27. Oktober 2012 entnommen. Und auch das trifft uneingeschränkt zu. Und wären ein paar Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in den Reihen mehr da, als da gerade jetzt sitzen, dann könnten Sie vielleicht dazu mal klatschen. Ist Ihr Beschluss, ist nicht meiner, ist Ihr Beschluss. Meine Damen und Herren, Willy Brandt hat ja nicht nur gesagt, mehr Demokratie wagen und nicht mehr Überwachung wagen, sondern Willy Brandt hat auch gesagt, deutsche Sozialdemokraten dürfen Kränkungen der Freiheit nie und nimmer hinnehmen, im Zweifel für die Freiheit. Meine Damen und Herren, es ist im Interesse Berlins, dass der Senat sich im Bundesrat gegen die vorgesehene Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung wendet. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat der Kollege Kohlmeier. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, der Antrag der Linksfraktion freut mich, weil er die Position des SPD-Landesverbandes wiedergibt, weil er die Position vieler SPD-Netzpolitiker wiedergibt und weil er auch meine eigene Auffassung wiedergibt. Der SPD-Landesverband hat sich eindeutig gegen die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Hunderte SPD-Gliederungen haben sich gegen die Vorratsdatenspeicherung oder die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Wir in der SPD, die die Vorratsdatenspeicherung ablehnen, sind der Auffassung, dass die anlasslose und flächendeckende Speicherung ein undifferenziertes und rechtlich unverhältnismäßiges Überwachungsinstrument ist, das die Grundrechte in unzumutbarer Art einschränkt. Dass die Grundrechte in unzumutbarer Art einschränkt und alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union unter Generalverdacht stellt. Der netzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil, hat in der Süddeutschen Zeitung in Zusammenhang mit der Diskussion, die wir in den letzten Wochen erlebt haben in der SPD, gesagt, ich zitiere, wir haben in der Partei eine sehr kontroverse Diskussion. Und wie diese kontroverse Diskussion bei uns in der Partei ausgegangen ist, das haben Sie erlebt mit dem Ergebnis des SPD-Parteikonvents. Und da muss ich bitter feststellen, eine knappe Mehrheit meiner Partei hat sich für das Vorhaben von Gabriel, Maas und de Maizière ausgesprochen, die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Die Vorratsdatenspeicherung bleibt nach meiner Auffassung falsch. Sie ist falsch und deswegen ist der Kompromiss, der auf Bundesebene geschlossen wurde, nach meiner Auffassung ebenso falsch. Kollege Lederer hat ja zutreffend festgestellt, was auch überall zu lesen ist, dass die Telekommunikationsunternehmen verpflichtet werden, Telefonnummern, Anrufe, Handystandorte, IP-Adressen und die Zuordnung von IP-Adressen zu speichern. Standortdaten werden 4 Wochen aufgehoben, alle anderen Daten 10 Wochen. Es gibt einen Richtervorbehalt, Ermittlungsbehörden können auf die Daten zugreifen und Ausnahmen soll es für Berufsgeheimnisträger wie Journalisten und Anwälte geben. Mich überzeugt diese gesetzliche Regelung in keiner Weise. Der Europäische Gerichtshof hat hier eine klare Entscheidung getroffen und auch darauf hat der Kollege Lederer zutreffend hingewiesen. Ich möchte nicht, dass die Bürger in unserem Land anlasslos überwacht werden. Ich möchte nicht, dass Daten von Berufsgeheimnisträgern erhoben werden. Ich sehe die Vorratsdatenspeicherung gerade nicht als vermeintliche Wunderwaffe gegen Terror, Kindesmisshandlung oder organisierte Kriminalität. Insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es nicht nur peinlich, sondern für einen Innenminister auch unseriös, wenn Reinhold Gall twittert, ich wieder zitiere, ich verzichte gerne auf vermeintliche Freiheitsrechte, wenn wir einen Kinderschänder überführen. Zitat Ende.
Der baden-württembergische Innenminister ist für diesen Tweet zu Recht kritisiert worden und er führt eine Debatte auf einem Niveau, welches weder ihm noch dem Thema angemessen ist. Ja. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, Sie würden von unserer Seite Zustimmung zu diesem Antrag erhalten. Nur, und jetzt kommt das große Aber, lieber Kollege Lederer, Sie wissen es ja selbst, weil wir auch schon mal 10 Jahre miteinander koaliert haben. Und Sie wissen nur zu gut, was im Koalitionsvertrag auf der vorletzten Seite immer drin steht. Es ist das wortgleiche Zitat, was auch in der rot-roten Koalitionsvereinbarung drin stand. Ich zitiere, im Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der Vereinbarung sind. So die wortgleiche Vereinbarung in dieser Koalitionsvereinbarung, wie sie auch bei Rot-Rot drin stand. Und es wird... Herr Kollege, genau deshalb, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lederer? Ich würde erstmal auf den Zwischenruf antworten, wer der größte Koalitionspartner ist. Das ist die SPD. Ich will bloß nicht wissen, wie Sie regieren, wenn wir als größerer Koalitionspartner möglicherweise mal mit Ihnen regieren. Dann können wir auch nicht bestimmen, wie die Politik aussieht. Aber daran werde ich Sie gegebenenfalls dann auch noch mal daran erinnern. Herzlichen Dank. Kollege Lederer, gerne. Bitte schön, Herr Lederer. Eins, zwei. Lieber Kollege Kohlmeier, die Haltung der Union ist mir ja bekannt. Aber wenn Ihre Haltung eine andere ist, bedeutet das dann effektiv, dass das Land Berlin nicht zustimmt im Bundesrat? Das wäre ja dann die Konsequenz aus allem, was Sie jetzt gesagt haben, dass Berlin nicht zustimmt. Sie sind dagegen, die sind dafür. Wie sieht es denn damit aus? Die Haltung der Union wird ja gleich gerade dargestellt werden. Insofern darf ich auch gleich zu dem Ende meiner Rede kommen. Es wird an dieser Frage, liebe Kollegen von der Opposition, weder einen Koalitionskrach noch einen Koalitionsbruch geben. Wir werden uns hier an den Koalitionsvertrag halten und uns natürlich mit der CDU über das weitere Vorgehen mit diesem Antrag abstimmen. Wir werden mit der CDU selbstverständlich zu diesem Thema Vorratsdatenspeicherung reden. Und möglicherweise wird ja gleich dargestellt werden, vielleicht gibt es ja einige Überraschungen, Kollege Juhnke, auch bei dieser Frage. Ich bin gerne bereit, mit der CDU von der Ablehnung der jetzigen Regelung der Vorratsdatenspeicherung zu überzeugen. Und diese Überzeugungsarbeit möchte ich gerne mit Ihnen zusammen von der Opposition leisten, und zwar im Rechtsausschuss, lieber Kollege Lederer, wo wir beantragen, diesen Ausschuss weiter zu behandeln und weiter zu besprechen, sodass wir uns gegen diese Sofortabstimmung heute hier aussprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Grünen jetzt der Kollege Behrendt. Ja, Herr Präsident, werter Kollege Kohlmeier, da fällt einem ja Valentin ein. Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Ich glaube, vor 70 Jahren zur SPD gesagt, heute so aktuell wie damals. Ich verrate kein Geheimnis, die Debatte läuft ja schon lange. Bündnis 90 Die Grünen lehnen die Vorratsdatenspeicherung ab. Wir wollen keine anlasslose, umfassende Speicherung von allen Kommunikationsdaten von 80 Millionen Deutschen. Das ist eine Form der Überwachung, von der Horst Herold damals nicht einmal zu träumen wagte. Für die Jüngeren, Horst Herold war von 1971 bis 1981 Präsident des Bundeskriminalamtes und Erfinder der Rasterfahndung. Herr Maas ist ja hier schon erwähnt worden, ein Ritter von der traurigen Gestalt, hat vollkommen zutreffend ausgeführt, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen das Recht auf Privatheit und den Datenschutz verstößt. Das war richtig, das ist richtig, das bleibt richtig, egal was ein Herr Gabriel dazu denkt oder äußert. Ich frage mich, haben Sie eigentlich bei Ihrem, das war ja alles geheim, haben Sie eigentlich bei Ihrem Konvent auch einen Hammelsprung gemacht? Das war ja relativ knapp. Das Bundesverfassungsgericht hat völlig richtig ausgeführt, dass die Vorratsdatenspeicherung schaffe ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetwerdens. Und genau um dieses Gefühl geht es. Und genau dieses Gefühl wollen wir nicht. Wir wollen keine umfassende staatliche Überwachung, die die Grundrechtsträger dazu veranlasst, auf die Wahrnehmung ihrer Freiheit zu verzichten. Diese verhaltensbeeinflussende Wirkung der Vorratsdatenspeicherung ist meiner Auffassung nach das zentrale Problem. Wir wollen in Freiheit miteinander umgehen und wir wollen nicht das Gefühl haben, dass der Staat alle Bewegungen, alle Telekommunikationsvorgänge erfasst.
Ein Aspekt, der in der Debatte nur am Rande angesprochen wird, aber ich möchte darauf noch mal ein Augenmerk legen, ist, dass die Vorratsdatenspeicherung die Berliner Internetwirtschaft über Gebühr belastet. Alle Berliner Telekommunikationsanbieter müssen nämlich die Datenspeicherung, und die ist ja recht erheblich, die da gefordert wird, die müssen die bezahlen. Das sind rund 80.000 Euro für die Einrichtung für Mittelständler. Und dann kommen die laufenden Kosten dazu. Und ich wundere mich, dass insbesondere die CDU, die sich ja gerne für den Mittelstand in die Bresche wirft, oder aber auch die Wirtschaftssenatorin, die ja nicht anwesend ist, Herr Senat ist überhaupt nicht mehr anwesend, sehe ich gerade. Da, der Senat kommt. Na, wenn man ihn ruft, kommt er. Das ist doch schön. Die Wirtschaftssenatorin habe ich jedenfalls noch nicht gehört, wie sie sich gegen diese uferlosen Kosten ausspricht. Eine letzte Geschichte zum Schluss. Ein Verfassungsorgan hat soeben die Speicherfrist für Telekommunikationsvorgänge verkürzt. Welches Verfassungsorgan war das? Der Deutsche Bundestag hat die Speicherfrist für die interne, das Datennetz des Bundestages, verkürzt von 3 Monaten auf 1 Woche. Und da werden die schon wissen, warum sie das getan haben. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU-Fraktion jetzt Herr Dr. Juhnke, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, inwiefern meine Rede jetzt Überraschung enthält, das überlasse ich Ihrer Interpretation. Ich möchte damit beginnen, dass wir viel von Freiheitseinschränkungen gehört haben, aber ich vertrete die Auffassung, dass Freiheit ohne Sicherheit nicht möglich ist und dass sie sich gegenseitig sogar bedingen. Von daher ist es kein Gegensatz, sondern wir bewegen uns in dem üblichen Spannungsverhältnis oder Spannungsfeld, in dem wir uns in der Innen- und Rechtspolitik oft bewegen. Ich glaube, dass der Wegfall der Vorratsdatenspeicherung durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 2010 zu erheblichen gefährlichen Lücken bei der Strafverfolgung führte. Denn wir wissen, dass heute Planung, Vorbereitung und Absprache, aber auch die Durchführung von Straftaten in weitem Umfang per Telefon oder im Internet besprochen werden. Das gilt von Cybercrime-Delikten bis hin zu terroristischen Anschlägen. Und es darf nicht ausgeblendet werden. Nach dem Anschlag von Paris konnte übrigens auch sehr schnell das dahinterstehende Netzwerk erkannt werden. Von daher ist dieses Argument immer kein hilfreiches, weil wir ja hier daran die Sinnhaftigkeit der Verkehrsdatenspeicherung erkennen können. Das ist ja weniger ein Mittel für die Prävention, sondern ganz wesentlich ein Mittel für die Strafverfolgung. Und alle Fachleute sind sich in diesem Thema auch einig. Daher hat sich die Union schon immer für eine verfassungskonforme Regelung eingesetzt. Wir hätten uns auch gewünscht, dass der Gesetzentwurf in einigen Punkten noch weiter gegangen wäre, der jetzt im Bundestag zur Beratung ansteht. Warum sollen zum Beispiel ausreichend die Verkehrsdaten der E-Mail-Kommunikation auf Dauer von der Speicherpflicht ausgenommen werden, obwohl ja heute praktisch der größte Teil der Kommunikation per E-Mail stattfindet. Aber sei es drum, ich möchte jetzt nicht den Koalitionsvertrag im Bund zitieren, der, wie Sie alle wissen, die Einführung oder Umsetzung der EU-Richtlinie vorsieht. Ich bin in jedem Fall froh, dass es endlich gelungen ist, hier eine Regelung auf der Bundesebene zu vereinbaren. Im Übrigen ist doch vieles unrichtig, was immer wieder vorgebracht wird. Es trifft nicht zu, dass unsere Verfassung die Verkehrsdatenspeicherung grundsätzlich entgegenstehen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat lediglich klargestellt, dass eine solche Regelung nur unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich vereinbar ist. Und auch die Entscheidung des EuGH steht in diesem nicht entgegen. Es muss verhältnismäßig ausgestaltet werden. Und wir haben in Deutschland eine Regelung vorgehabt, die dem weitgehend auch entsprochen hat. Im Übrigen geht es auch nicht um die Gesprächsinhalte, sondern nur über die Daten der Dinge, wer mit wem wann gesprochen hat. Und es speichert auch nicht der Staat, sondern die Telekommunikationsanbieter. Das wurde ja schon gesagt. Das wurde übrigens auch schon in der Vergangenheit so gemacht für alle Leute, die keine Flatrate besitzen oder Ähnliches. Von daher weiß ich nicht, ob die wirtschaftliche Belastung, von denen Sie jetzt hier gesprochen haben oder von denen gesprochen wurde, ob die tatsächlich so gravierend dann eintreten würden. Aber auch das wird im Bundesrat beraten, im Übrigen im Wirtschaftsausschuss. Die Strafverfolgungsbehörden dürfen auf diese Daten erst zugreifen, wenn der konkrete, durch Tatsachen belegte Verdacht einer schweren Straftat besteht. Und ob dies der Fall ist, muss generell vorher ein Gericht geprüft haben. Das heißt also, es handelt sich um keinen Generalverdacht, da 99,9% der Daten, die dort erhoben werden, vermutlich niemals in irgendeiner Weise zu weiteren Strafverfolgungsbemühungen herangezogen werden. Es geht also nicht um den gläsernen Bürger. Und wer so argumentiert, der führt die Menschen in die Irre. Und ich bin der Auffassung, dass die Gefahr
für die Daten der Bürger nicht vom Staat ausgeht oder von den Strafverfolgungsbehörden, sondern vor allem von den Kriminellen selbst. Und dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Der Entwurf der Bundesregierung stellt daher einen Schritt in die richtige Richtung dar. Und ich kann nur dem Senat empfehlen, diesem Gesetzesvorhaben im Bundesrat zuzustimmen. Vielen Dank. Dankeschön. Für die Piratenfraktion hat jetzt Herr Dr. Weiß das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wenn man sich Sicherheitspolitik in Deutschland mal anguckt, dann fallen dort schnell zwei große Akteure ins Auge. Das eine sind Sicherheitsbehörden, die nach immer neuen Maßnahmen, nach neuen Datenspeicherungen, nach neuen Überwachungsmaßnahmen verlangen, meist auf der Grundlage reiner Möglichkeitserwägung. Es ist möglich, also müssen wir es auch tun dürfen. Und auf der anderen Seite Gerichte, insbesondere Verfassungsgerichte, aber auch der Europäische Gerichtshof in diesem Fall, die diese Vorhaben auf ihre Rechtmäßigkeit und auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundrechten überprüfen. Die Sicherheitspolitik selbst, wie sie maßgeblich von der CDU und der SPD in diesem Land bestimmt wird, beschränkt sich in diesem System vor allem auf die Rolle eines Fließbandes zwischen den beiden Punkten. Und bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir es mit einem äußerst hartnäckigen Fließband zu tun, denn das Ganze ist jetzt schon eine ganze Weile und einige Jahre lang hin und her gegangen. Insofern will ich mich jetzt auf drei Punkte beschränken. Erstens. Es ist, bei der Vorratsdatenspeicherung handelt es sich um eine Totalerfassung des Kommunikationsverhaltens von Menschen, unabhängig von Zeitraum, Ort, Person, Lebensumstand und so weiter, die in der Tat, und das ist auch vom Bundesverfassungsgericht so festgestellt worden, mit nichts vergleichbar ist, was wir in unserer Rechtsordnung sonst an Maßnahmen kennen. Und es ist ein qualitativer Unterschied, der auch all jene Lügen straft, die behaupten, die Vorratsdatenspeicherung wäre einfach nur die Übertragung analoger Ermittlungsmethoden und Befugnisse in einen angeblich rechtsfreien Raum Internet, der so natürlich nicht existiert. Und diese besondere Qualität der Überwachung hat in einer offenen Gesellschaft nichts, aber auch gar nichts zu suchen. Und weil es eine solche totale Überwachung macht man eben oder man macht sie nicht. Deshalb gibt es auch nicht so etwas wie ein bisschen Vorratsdatenspeicherung oder eine gute Vorratsdatenspeicherung oder einen guten Kompromiss bei der Vorratsdatenspeicherung. Es gibt sie halt entweder oder nicht und es darf sie nicht geben. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das EuGH-Urteil und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Man mag ja meinen, man könnte einen Entwurf der Vorratsdatenspeicherung machen mit einigen Verbesserungen bei den Verfahrensweisen, bei der Speicherung, den Zugriffen und so weiter, der noch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts konform ist. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht in der Schärfe eine Absage erteilt. Das allerdings beim Urteil des EuGH zu versuchen, halte ich schon für abenteuerlich. Da müssen Sie nun mal gucken, was im Urteil des EuGH zur Frage der Verhältnismäßigkeit eigentlich steht. Das ist dort gerade der totale Überwachungsaspekt ist, der hier kritisiert wird. Und wenn Sie das wollen, dann müsste man auch ein Argument vorbringen zur Notwendigkeit, zur unabdingbaren Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung. Da sind allerdings auch die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung auch in den letzten Monaten erstaunlich still, wenig überraschend, denn wie soll so ein Argument aussehen? Die Vorratsdatenspeicherung hatten wir in diesem Land bereits, wir haben sie jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern und wir wissen, sie ist nicht notwendig. Sie ist nicht notwendig, nicht mal zutreffende anekdotische Unterstützung kann dafür wirklich geliefert werden von den Teilen der Politik, die das wollen. Und das sagt ja schon einiges aus, denn normalerweise ist anekdotische Unterstützung ja besonders leicht zu bekommen. Naja, drittens, wenn wir uns die gesellschaftlichen, die politischen und die technischen Entwicklungen der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre angucken, dann deutet alles darauf hin, das ist ziemlich klar, dass die Eingriffstiefe, die Vorratsdatenspeicherung bedeutet, zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft, der zunehmende Gebrauch von mobilen Kommunikationsmitteln und so weiter bedeuten, wir reden hier nicht über ein paar Telefonate, die irgendwo aufgelistet werden, wir reden hier über komplette Kommunikationsprofile, Profile von persönlichen Beziehungen, Profile von Bewegungen und so weiter und so weiter. Ich komme ans Ende der Zeit, also darf ich Sie auffordern, das Land Berlin sollte sich an dieser Stelle dafür einsetzen, diesem unsinnigen Vorhaben endlich ein Ende zu setzen, und zwar in der Form ein Ende zu setzen, dass wir uns damit nicht mehr befassen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor. Die antragstellende Fraktion hat die sofortige Abstimmung beantragt. Seitens der Koalitionsfraktion wird die Überweisung an den Ausschuss für Verfassung, Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung vorgeschlagen. Wer dieser Überweisung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Gegenstimmen. Das sind die Piraten, die Linke und die Grünen. Ja, das irritiert da auch ein bisschen. So, Enthaltung? Keine. Dann ist das überwiesen. Tagesordnungspunkte 24, 25 stehen auf der Konsensliste. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 26. Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 17-2330. Personalentwicklung im Land Berlin, Jugendämter besser ausstatten, Ergebnisse der Maßnahmeplanung zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter realisieren. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Frau Kollegin Möller, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen sofort mindestens 160 Stellen mehr für die Berliner Jugendämter, um dem aktuellen Bedarf zu entsprechen. Danke. Diese Zahl hat Senatorin Scheritz im März in einer Maßnahmeplanung zur nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter vorgelegt. Im Fokus stehen dabei die Kita-Gutschein- und Elterngeldstellen, vor allem aber die regionalen sozialpädagogischen Dienste, kurz genannt RSD. Das sind diejenigen in unseren Jugendämtern, die stellvertretend für uns alle die Verantwortung für den Kinderschutz tragen. In diesen drei Bereichen sind die qualitativen und quantitativen Anforderungen am schnellsten angestiegen. Hier ist die Personalnot am größten. Bemerkenswert ist, dass diese Maßnahmeplanung in Einklang zwischen Jugendsenat und Bezirken entwickelt worden ist. Liebe Kollegin bei den Piraten, jetzt noch ein bisschen. Alles gut, ne? Keine Handgemenge hier. Frau Möller, fahren Sie fort. Diese Maßnahmeplanung ist mit Zahlen und Fakten hinterlegt, die in den Bezirken abgefragt wurden und die deutlich machen, nein, die Beschäftigten in den Jugendämtern, besonders in diesen drei Bereichen, können unter den bisherigen Bedingungen ihre Aufgaben nicht in der gebotenen Qualität erfüllen. Bis diese Maßnahmeplanung überhaupt entstanden ist, war es ein steiniger Weg. Besonders von Seiten der Kinderschützer gab und gibt es erheblichen Druck, weiße Fahnen der Kapitulation, hunderte Überlastungsanzeigen, Brandbriefe und Stellungnahmen, auch der Vorsitzenden der Jugendhilfeausschüsse, der Jugendamtsdirektorinnen, der Jugendstadträtin und des Landesjugendhilfeausschusses zeugen vom massiven Handlungsbedarf. Mit dem Bericht zum Maßnahmeplan ist es nun offiziell. Die Zahl der besetzten Posten, beispielsweise beim RSD, ist seit Jahren rückläufig. Mitte 2014 lag die Stellenzahl bei wachsenden Aufgaben und bei wachsender Bevölkerungszahl um 124 Vollzeitäquivalente unter dem Stand vom Januar 2011. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist die Personalausstattung entgegen dem Bedarf um fast 10% zurückgegangen. Dazu lag die krankheitsbedingte Abwesenheit bei ebenfalls 10%. Diese Probleme sind nun erkannt. Von den nötigen 160 Stellen müssen ca. 90 in die Kinderschutzteams, 40 in die Kita-Gutschein und 30 in die Elterngeldstellen. Aber auch qualitative Veränderungen müssen laut Maßnahmeplan erfolgen. Im RSD dürfen nicht mehr als 65 Fälle pro Fachkraft bearbeitet werden, mehr nicht. Aktuell bearbeiten die Kolleginnen teilweise bis zu 120 Fälle. Das ist völlig inakzeptabel. Die Gehaltseingruppierungen müssen erhöht werden. Sowohl für die Neufachkräfte als auch für derzeitig Beschäftigte. Die Eingruppierung E10 wäre akzeptabel. Für Berufseinsteigerinnen soll wieder ein Anerkennungsjahr eingeführt werden, um nur einige Vorschläge zu nennen. Auch in den Elterngeldstellen sollen nur noch 600 Anträge pro Fachkraft und in den Kindergutscheinstellen höchstens 1000 Betreuungsverträge pro Person anfallen, damit die endlosen Wartezeiten und die teilweise Schließung der Behörden wegen Überlastung endlich ein Ende haben. Klar ist aber auch, diese vorgeschlagenen Maßnahmen reagieren nur auf den aktuellen Mindestbedarf. Das Mindeste, was jetzt sofort schon nötig ist. Die Kolleginnen vor Ort haben da noch viel weiterreichende Forderungen. Trotzdem ist dieser Maßnahmeplan ein großer Erfolg. Das wird sogar bundesweit so gesehen und genau beobachtet. Allerdings spricht der Senat nicht mit einer Stimme. In völliger Ignoranz der im Maßnahmeplan ermittelten Erfordernisse hat nämlich die Arbeitsgruppe Wachsende Stadt im Finanzressort alternativ ein eigenes Bemessungsmodell beschlossen.
Dieses bezieht sich lediglich auf die steigende Bevölkerungszahl und berücksichtigt keinerlei qualitative Kriterien. Danach bekommt der RSD zum Beispiel für 2016 und 2017 nur 69 statt 90 Stellen und so fort. Das darf so nicht durchgehen. Damit ignoriert der Senat den so mühsam nachgewiesenen Bedarf auf Kosten der Kolleginnen in den Ämtern und der Rechtsansprüche der Familien. Mit unserem Antrag fordern wir dazu auf, dem gemeinsamen Maßnahmeplan von Jugendsenat und Bezirken schnellstmöglich zu folgen und die dafür notwendigen Mittel im kommenden Haushaltsplanentwurf darzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Becker, bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Personalentwicklung im Land Berlin ist längst ein vordringliches Unterfangen, dem der Senat mittlerweile höchst nachdrücklich nachkommt. Insbesondere unsere parlamentarischen Initiativen unterstreichen das dringende Anliegen, und sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, dass der schwere Verwaltungstanker mittlerweile seinen Kurs ändert und umlenkt. Im Haupt- und Untersuchungsausschuss diskutieren wir das regelmäßig. Endlich ist Personalmanagement Chef- und Chefinsache im Land Berlin. In diesem Sinne hat sich auch die Jugendverwaltung auf Initiative der Senatoren mit den Bezirken auf den Weg gemacht und die Personalbedarfe für die Jugendämter aufgabenkritisch analysiert und bewertet. So dürfte es kaum überraschen, dass mehr neue Berlinerinnen und Berliner die Nachfrage nach Kitas bei der HZE, beim Elterngeld und sozialpädagogischen Diensten erhöhen und ergo mehr Personal in den Jugendämtern erfordert. Diese Leistungen sollen rasch und bürgernah von qualifizierten Fachkräften und guten Arbeitsbedingungen erbracht werden, so unser aller Anspruch und Auftrag zugleich. Als ein erstes Zwischenergebnis stellte die Jugendverwaltung ihre Maßnahmeplanung im Frühjahr unter dem Titel Wege zu einer nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter vor. Vereinbart wurde ein Mehrbedarf von 160 zusätzlichen Vollzeitstellen für die Kita-Gutschein- und Elterngeldstellen respektive für den regionalen sozialpädagogischen Dienst, verbunden mit einer höheren Vergütung und ein verbessertes Bezahlsystem für die Fachkräfte. Weiter wurde ein fortschreibungsfähiges Personalbemessungsmodell vereinbart, das sich an den von 2009 vom Senat akzeptierten Niveaus des Musterjugendamtes orientiert. Die Arbeit in den Jugendämtern muss so attraktiv gemacht werden, dass die Stammbelegschaft gehalten und sich Berufseinsteigende für die Arbeit dort interessieren. Auch das wurde vereinbart. Nicht von ungefähr ist gerade hier die Fluktuation vergleichsweise hoch. Nicht vereinbart wurde, dass die GEW ihre weißen Fahnen nicht mehr aus dem Fenster hängt, so wie sie es nächste Woche erneut plant. Aber das nur am Rande. Parallel zu der Maßnahmeplanung hat die Finanzverwaltung mit dem RDB im Rahmen der AG Wachsende Stadt für die Aufgabenfelder HZE einen Mehrbedarf von rund 70 Vollzeitstellen vereinbart. Hinzu kommen insgesamt ca. 5 Vollzeitstellen für die Aufgabenfelder Elterngeld und Kita. Die Betrachtung in der AG Wachsen Stadt ist nur teilweise deckungsgleich mit den untersuchten Aufgabenfeldern in der hier behandelten Maßnahmeplanung, da nicht alle Annahmen gleich sind. Man muss also sehr genau hinschauen, um richtige Aussagen treffen zu können. Aus qualitativer wie quantitativer Sicht ist das Ergebnis der Maßnahmeplanung weitergehender als das der AG Wachsen Stadt. Die Entscheidung, den bezirklichen Jugendämtern auf Basis der AG Wachsenden Stadt mehr Personal für das Aufgabenfeld HZE zuzuweisen, bewerten wir als einen richtigen Schritt, den wir sehr begrüßen. Alles in allem liegt nun eine fundierte Grundlage für vertiefende Beratung zwischen der Jugend- und Finanzverwaltung vor, die sich nun verständigen wird, wie die Maßnahmen umgesetzt, die Vergütung angepasst und das Berufsbild attraktiver werden kann. Wir halten den vorliegenden Antrag für entbehrlich und empfehlen für die weitere fachliche Beratung die Überweisung in den Bildungsausschuss. Vielen Dank. Dankeschön. Für die Fraktion Die Grünen jetzt Frau Burkhardt-Eulitz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir freuen uns alle, dass nach langer Zeit der Debatte die regionalen sozialen Dienste der Berliner Jugendämter endlich etwas mehr Personal erhalten. Da hat die Kollegin ja schon darauf hingewiesen, dazu mussten die Sozialarbeiterinnen
immer und immer wieder die weiße Fahne hissen. Das werden sie auch nächste Woche wieder machen. Und ich kann Ihnen verraten, auch warum. Denn das Thema ist nicht nur die wachsende Stadt, sondern auch die ganze Zeit die unterausgestattete Situation der Berliner Jugendämter, insbesondere in den regionalen Diensten. Die Aufgaben sind hoch und wir verlangen dort viel. Deswegen müssen wir wenigstens mal die Mindeststandards für die fachliche Arbeit in den Jugendämtern entsprechend ausstatten. Dazu gibt es eigentlich einen Maßnahmeplan. Der müsste umgesetzt werden und da wären es mehr Personal notwendig, als wir es derzeit haben. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass es endlich Bewegung gibt. Und so wie die Mitglieder des RDBs auch festgestellt haben, das kann man gut nachlesen in der entsprechenden roten Nummer, freuen sie sich zwar, dass etwas passiert, aber natürlich ist es nur ein erster Einstieg, so eben auch die Meinung der Berliner Bezirke. Auch ohne die sozialen Dienste haben wir weitere Probleme in den Berliner Jugendämtern. Sie haben gesagt, die Bereiche Elterngeld und Kita-Gutschein. Da habe ich noch keine konkreten Zahlen gesehen. Da müssen Sie noch ein bisschen was nachliefern. Wir alle wollen, dass die Jugendämter, vor allem die Sozialarbeiterinnen, die Familien sozialpädagogisch begleiten, gute Arbeit leisten können. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine vernünftige Personalausstattung der regionalen sozialen Diensten mit motivierten Mitarbeiterinnen, die Zeit haben, Familien gut zu begleiten und Hilfen zeitnah fachlich zu steuern, effizienter arbeiten und damit dann auch unter einem monetären Aspekt besser steuern. Zusätzlich müssen wir die Bezirke und damit auch wieder vor allem die RSDs in die Lage versetzen, eine Familie schon zu begleiten zu können, bevor sie ein Hilfe-zu-Erziehungsfall werden. Auch dies würde erhebliche Folgekosten sparen. Lassen Sie uns die erarbeiteten fachlichen Standards und die damit verbundenen personellen Notwendigkeiten in den Ausschüssen besprechen und dann gemeinsame Entscheidungen treffen. Danke. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion jetzt der Kollege Simon, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute einen Antrag Personalentwicklung im Land Berlin, Jugendämter besser ausstatten. Zunächst frage ich mich, weshalb Sie das Thema der Personalausstattung in den Berliner Jugendämtern dazu verwenden, in Antragsform den Senat dazu aufzufordern, notwendige Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2016-2017 einzustellen. Wir sind doch der Haushaltsgesetzgeber. Das ist doch kein Thema für einen Antrag, sondern für die Haushaltsberatung. Ja, da können Sie noch so viel rumnölen, das ist so. Meinetwegen auch für andere Formen der parlamentarischen Auseinandersetzung. Eine Aktuelle Stunde wäre doch eine geeignete Form gewesen, wenn Sie das Thema so prominent auf die Tagesordnung setzen möchten. Aber ein Antrag, in dem wir den Senat zur Einarbeitung in einen Entwurf auffordern sollen, der wenige Wochen später ohnehin durch das Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen werden wird, naja. Nun zum Inhalt Ihres Antrages. Die Kollegin Becker hat ja hierzu schon sehr Zutreffendes ausgeführt. Ich will nicht redundant werden. Sie nehmen Bezug auf die Maßnahmenplanung zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter. Diese ist bis Ende Februar abgeschlossen worden. Und das Ergebnis ist nicht etwa in einer Schublade gelandet, sondern wird wahrgenommen. Und Sie können sich sicher sein, dass auch die Punkte dieser Maßnahmenplanung, und ich sage ausdrücklich, dass auch ich sie für berechtigt halte, in die Haushaltsberatungen einfließen werden. Ja, Herr Kollege Döring, sie werden einfließen. Ich werde aber hier der Haushaltsdebatte im Ausschuss nicht vorgreifen, weise aber darauf hin, dass es sehr, sehr viele Punkte gibt, bei denen eine höhere Finanzierung wünschenswert ist. Wir sind aber nicht bei Wünsch dir was, sondern wir müssen im Rahmen des Finanzierbaren das Wichtigste und Sinnvollste finanzieren. Denn eine Finanzierung von noch so wichtigen und sinnvollen Dingen über eine noch höhere Verschuldung als die, die das Land Berlin jetzt schon hat, kann für die CDU-Fraktion keine Lösung sein. Vielen Dank. Dankeschön. Für die Piratenfraktion jetzt der Kollege Kowalewski. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. In meiner Rede vorhin habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass in Berlin kaum noch etwas funktioniert und dazu gehört bestürzenderweise auch die Arbeit der Jugendämter. Vor anderthalb Jahren hingen weiße Fahnen aus den Bürofenstern des Jugendamts Mitte und das war jetzt nicht irgendwie so eine lustige Kunstperformance, sondern das war damit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen wollen, dass sie vor der nicht mehr zu bewältigenden Arbeitsbelastung kapitulieren.
Und das ist ja auch kein Wunder. Von Beginn der Großen Koalition bis letztes Jahr wurden 124 Stellen in den Berliner Jugendämtern abgebaut. Das sind 10%, und das bei steigenden Geburtenzahlen. Das Ergebnis davon? Kinderschutzmeldungen werden unzureichend bearbeitet. An Hilfekonferenzen in der Schule können Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Jugendämter nicht mehr mitwirken. Fort- und Weiterbildungen werden nicht mehr wahrgenommen. Einzelne Jugendamtmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für bis zu 120 Fällen gleichzeitig zuständig. Und das bei einer Entsoldung, die natürlich auch sehr zu wünschen übrig lässt. Das haben wir auch schon gehört. Die Arbeit in den Jugendämtern ist also eine Hölle. Selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der höchsten intrinsischen Motivation fragen sich, warum sie weiterhin Blut, Schweiß und Tränen in ein System investieren sollen, das kaum noch wirksam helfen kann. Vielleicht wäre da ja auch mal ein Streik nötig zur Erzwingung eines Personalschlüssels, mit dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich die Möglichkeit haben, Kinder und Jugendliche wirksam zu unterstützen, statt sie nur im Schnellverfahren von teurer, unpassender Hilfemaßnahme zu teurer, unpassender Hilfemaßnahme umzuschichten. Und selbst diejenigen, die es insgeheim für okay halten, die Berliner Kinder und Jugendlichen auf dem Altar der schwarzen Null zu opfern, denen sei gesagt, dass das auch ein Verstoß gegen das Schwarze Messe, nee, das war was anderes. Ne? Das ist auch ein Verstoß gegen das Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, aus dem ich mit Ihrer Zustimmung, Herr Präsident, kurz den Paragraphen 34 Absatz 1 zitiere. Das Jugendamt ist mit den Personal- und Sachmitteln auszustatten, die für die Erfüllung seiner Aufgaben nach dem 8. Buch Sozialgesetzbuch und nach diesem Gesetz erforderlich sind. So einfach ist das. Und das passiert in Berlin nicht, und das wissen auch alle, das wissen auch alle hier im Haus, das wissen aber auch alle Menschen, die aus irgendwelchen Gründen schon mal mit dem Jugendamt in Kontakt waren. Und das muss dringend geändert werden. Und bitte sagen Sie nicht, dass das die Aufgabe der Bezirke sei. Die Bezirke sind ausgequetscht, und dank der Jahre der willkürlich ausgewürfelten Personalabbauzielzahlen effektiv handlungsunfähig. Und genau deswegen ist dieser Antrag hier auf Landesebene richtig und wichtig, und wir werden ihn nach Kräften unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-2330 wird die Überweisung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 27, Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 17-2331. Übung macht den Meister, der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen Vorfahrt geben. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-2331 wird die Überweisung federführend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und mitberatend an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr empfohlen. Zusätzlich wird nun die Überweisung an den Hauptausschuss vorgeschlagen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Die Tagesordnungspunkte 28, 29 und 30 stehen auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 31. Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 17-2336. Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die rechtswidrige Duldungs-, Versagungs- und Rückführungspraxis in Fällen von geltend gemachten Abschiebungshindernissen gemäß § 60a Aufenthaltsgesetz, insbesondere Erkrankungen. In Verbindung mit Tagesordnungspunkt 36, Antrag der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion, Drucksache 17-2350, unwürdige Abschiebepraxis, Konsequenzen aus dem Fall Banu Ozin, Römisch 1, Sicherung fachärztlicher Standards bei Abschiebungen. Ich habe den Antrag auf Drucksache 17-2336 vorab an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung überwiesen und darf Ihre nachträgliche Zustimmung feststellen. In der nun folgenden Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Bayram, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist ja schon gesagt worden, der Fall Banu O hat durch breite Medienberichterstattung mal wieder deutlich gemacht, dass in diesem Land Berlin, insbesondere seitdem es einen CDU-Innensenator Frank Henkel hat, gängige Praxis ist, dass rechtswidrige Abschiebungen stattfinden. Das ist etwas, was weder mit geltenden Gesetzen noch unserer Verfassung vereinbar ist. Und dem wollen wir, Bündnis 90 Die Grünen,
auf den Grund gehen. Daher will ich sowohl den Fall Banu O. als auch einen weiteren Fall kurz darstellen, damit Sie eine Vorstellung von den Rechtsverstößen bekommen. Banu O., in Berlin geboren, aufgewachsen, 30 Jahre, wurde abgeschoben, nachdem sie getäuscht wurde von der Ausländerbehörde und auch aus der Ausländerbehörde heraus. Abschiebungsgehilfe war ein Abschiebungsarzt, dessen ärztliche Qualifikation weder nachgewiesen ist bis heute noch vom Gericht angenommen wurde. Vielmehr hat das Gericht ihn für unqualifiziert angesehen. Das hat dazu geführt, dass Banu O. zum Flughafen verbracht wurde, ihr Anwalt, der noch mit ihr reden wollte, einen Platzverweis erhalten hat, sie ohne Wechselwäsche, Tasche oder sonstiges Geld in einen Flieger gesetzt wurde, in ein Land, in dem sie seit 17 Jahren nicht war und ohne, dass sie dort jemanden kennt. Es ist ganz klar, dass das nicht nur Rechtsverstöße sind, sondern das ist auch eine Situation, in der die Menschen ihrer Identität beraubt werden und in der ein solches Vorgehen mit Menschen dazu führt, dass integrationspolitische Ziele ad absurdum geführt werden. Denn wenn ein Mensch im Moment nicht, Dankeschön. Denn stellen Sie sich vor, was es mit einem Menschen macht, der 30 Jahre hier lebt, in ein anderes Land verbracht zu werden, seine gesamte Familie, seine sozialen Kontakte und alles zu verlieren. Ein weiterer Fall sind zwei junge Männer, armenische Herkunft, die wurden in einem Härtefallverfahren, ohne dass sie das Ergebnis erhalten hatten. Weder sie noch das Mitglied der Härtefallkommission hatte das Ergebnis erhalten. Morgens um 6 aus ihrer Wohnung gerissen, ohne richterliche Anordnung, ohne jede Rechtsgrundlage, die es verdient, das Ganze als rechtsstaatsmäßig zu bezeichnen. Meine Damen und Herren, in diesen Bereichen, die ich Ihnen vorgestellt habe, gibt es unterschiedliche Ansagen und mein Eindruck ist, dass sowohl der Innensenator als auch sein Staatssekretär uns gegenüber wahrheitswidrige Angaben gemacht haben. Beispielhaft will ich nennen, der Innensenator hat behauptet, dem Gericht hätte eine Approbationsurkunde vorgelegen. Der Anwalt bestreitet das. Der Staatssekretär für Inneres, Herr Krömer, schreibt in einer schriftlichen Anfrage als Antwort, dass Rainer Lerche, so heißt dieser Abschiebearzt, erst seit 2009 in Berlin diese Abschiebepraxis mitgestalten würde. Demgegenüber sagt Herr Rainer Lerche selbst im Gerichtsverfahren, dass er seit 2000 für die Ausländerbehörde tätig ist. Da frage ich mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum gibt es diese abweichenden Ansichten und Darstellungen? Was wird uns hier vom Innensenat vorenthalten und wo wird uns die Unwahrheit gesagt? Und wenn es einen Grund gibt, einen Untersuchungsausschuss zu machen, dann ist für uns Bündnis 90 Die Grünen dieses Thema hier ein Untersuchungsausschuss wert. Denn wir haben Verantwortung für die Menschen. Und in diesem Untersuchungsausschuss könnten wir die Einhaltung von Menschen bzw. deren Nichteinhaltung untersuchen. Das schulden wir auch den Migrantinnen und Migranten in Berlin. Denn einer, der Wüsten und Meere überwunden hat, der hat zumindest verdient, dass er im Land Berlin ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Genau das wird aber den Menschen versagt, so festgestellt vom Verwaltungsgericht Berlin. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion und den Piraten, Ihr Antrag, dass durch eine Zertifizierung sozusagen bei der ärztlichen Begutachtung durchzuführen, geht in die richtige Richtung. Ich will auch einen Antrag zur Wohnungsdurchsuchung, wo es richterliche Anordnungen gibt. Das entbindet uns nicht von der Pflicht, die Fälle aufzuklären. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Bayram. Das Wort zu einer Zwischenbemerkung hat Herr Abgeordnete Schneider. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich hätte ja gerne im Wege der Zwischenfrage gefragt, aber
muss ich mir die paar Schritte hier hin wagen sozusagen. Ich möchte die Grünen fragen, ob Sie, wenn Sie da ja zum Thema § 60 etc. zitieren, die Verfassungslage und das Berliner Untersuchungsausschussgesetz kennen und ob Ihnen ein Fall bundesweit in Erinnerung ist oder vorschwebt, den Sie hier zitieren können, wo eine Oppositionsfraktion, ohne die qualifizierte Mehrheit zu haben, einen Untersuchungsausschuss beantragt hat, oder ob Sie einen solchen Fall nicht kennen und es Ihnen da so wie uns geht. Und wie Sie diese Peinlichkeit, sich so isoliert mit so einem Schaufensterantrag hier zum Löffel zu machen, einordnen. Vielen Dank, Herr Schneider. Möchten Sie replizieren, Frau Beider? Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Kollege Schneider, den Einwand hier hätten Sie sich wirklich sparen können. Denn erstens hat es sowas schon mal gegeben und es hat auch in anderen Bundesländern schon mal Anträge und Untersuchungsausschüsse gegeben im Zusammenhang mit Aufenthalts- und Asylrecht. Aber wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, dass wir uns, wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen und gegen Abschiebungen einsetzen, dass dann was mit uns nicht stimmen würde, da würde ich Ihnen doch mal empfehlen, die eigenen Beschlüsse Ihrer Partei zu lesen. Die fordern nämlich genau die Ausländerbehörde der Zuständigkeit von Innensenator Henkel wegzunehmen und in einen Bereich hineinzubringen, der die Menschenrechte und die Integration im Blick hat. Und dieses Förmeln hier so zu tun, als wenn es ein Problem wäre, wenn wir im Bereich Menschenrechte und auch im Bereich Humanität untersuchen wollen, dann ist das völlig absurd und an der Sache vorbei. Und woher wissen Sie denn, Herr Schneider, dass es nicht dazu kommt, dass es sich eine Mehrheit hier im Hause da bereit findet. Denn im Moment ist es vielleicht so, dass der eine oder andere denkt, er kann es auch auf einem anderen Wege bewältigen. Aber ob das am Ende so bleibt, das ist doch eine Frage. Und Sie können mich für mutig halten, dass ich den Antrag hier trotzdem so einbringe. Aber ich bin meiner Fraktion dankbar, dass ihr das Thema wichtig genug ist, einen Redebeitrag wie den von Ihnen hier heute zu riskieren. Denn der zeigt im Prinzip, dass Sie selbst ein Problem damit haben, weil in Ihrer eigenen Fraktion verschiedene Menschen sind, die diesen Untersuchungsantrag sehr gerne unterstützen würden. Und das wäre doch mal etwas, was die SPD zeigen könnte, nämlich schon im Vorgriff darauf, dass man ja mit diesem Koalitionspartner nicht mehr weitermachen will. Wir haben es ja letztes Mal erlebt hier im Plenum. Schon nutzen Sie doch die Chance, Herr Schneider, dem Antrag die nötige Mehrheit zu verhelfen. Dazu wären Sie locker in der Lage. Wir brauchen nur neun weitere Personen. Und auch die Piraten lade ich dazu ein. Die sind hier vor 4 Jahren angetreten mit dem Anspruch, wir sind kein Block. Einzelne von uns unterstützen auch Anträge, die wir richtig finden. Und da frage ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, finden sich denn von 15 Piraten nicht 9, die ebenso mutig sind, diesen Antrag mit zu unterstützen? Denn die Verantwortung für die Menschenrechte, für die Einhaltung der Verfassung, meine Damen und Herren, die tragen wir alle. Und Sie wollen doch nicht hilflos zusehen, wie dieser CDU-Senator Henkel Migrantenrechte mit Füßen tritt. Dann tun Sie was dagegen und untersuchen Sie gemeinsam mit uns diesen Abschiebesumpf. Vielen Dank, Frau Beider. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Zimmermann. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch uns ist die Sache sehr wichtig und deswegen müssen wir hier wirklich sorgfältig und ernsthaft gucken, ob das, was Sie hier vortragen, Frau Beiram, für einen Untersuchungsausschuss reicht oder nicht. Und das ist die Arbeit, die wir als Fraktion hier leisten müssen, jenseits der Frage, ob uns Menschenrechte wichtig sind. Die sind uns allen wichtig. Das kann nicht das alleinige Ausschlagkriterium sein für einen Untersuchungsausschuss. Wir sind also aufgerufen, sorgfältig zu prüfen und ob Anhaltspunkte für solche Missstände bestehen, die mit den ordentlichen Ausschüssen nicht mehr zu kontrollieren und aufzuklären sind, mit der Folge, dass wir sie mit dem besonders scharfen Schwert des Untersuchungsausschusses sezieren müssen. Das muss unser Kriterium sein. Können wir
in den zuständigen Ausschüssen alle relevanten Informationen beiziehen und bewerten? Und brauchen wir dann noch ein weiteres Instrument oder brauchen wir es nicht? Und ich will es ganz klar sagen, wenn wir es in den ordentlichen Ausschüssen können, dann sollten wir nicht ein weiteres Gremium und einen Untersuchungsausschuss einsetzen, weil wir dann Gefahr laufen, es zu entwerten, meine Damen und Herren. Wir haben einen Monat lang im Innenausschuss ausschließlich dieses Thema behandelt, stundenlange ausführliche Berichte gehört und bis ins Detail Direktabschiebungen und insbesondere die Frage des Umgangs mit Abschiebungshindernissen untersucht. Und diese umfangreichen Informationen haben keine Anhaltspunkte für untersuchungsausschusswürdige Missstände ergeben. Der ganze Sachverhalt rund um den Arzt, den Sie ja beschreiben, ist vollständig aufgeklärt. Insbesondere war dessen Wirken nicht ursächlich für die Rechtswidrigkeit der Direktabschiebung, um die es hier geht. Zweitens, es gibt über einzelne Fälle von problematischem oder rechtswidrigem Handeln der Ausländerbehörde hinaus keine zureichenden Hinweise auf eine dauernde oder systematische rechtswidrige oder, wie manchmal behauptet wird, rechtsstaatswidrige Praxis. Drittens, von allen angegriffenen Entscheidungen der Ausländerbehörde werden 93% von den Gerichten als rechtmäßig bestätigt, nur 7% als rechtsfehlerhaft. Das ist, vorsichtig gesagt, keine schlechte Quote. Viertens, wenn wir diesen Maßstab Ihres Antrags anlegen würden, müssten wir vielen Behörden mit einem Untersuchungsausschuss zu Leibe rücken, denn überall kommen rechtswidrige Verwaltungsakte vor. Und das ist auch das Wesen in einem Rechtsstaat, dass gerade das durch Verwaltungsgerichtsbarkeit untersucht wird und dass die Rechtswidrigkeit dort festgestellt werden kann, um hinterher diese Dinge zu beheben. Und schließlich, letztens, der Leiter der Ausländerbehörde hat erklärt, dass seine Behörde eine lernende Organisation ist. Das unterstützen wir sehr. Und wir sehen, dass dort eine Fehlerkultur etabliert wird. Und dieses Umsetzen von Kritik in ein rechtmäßiges Handeln, falls Rechtswidrigkeit vorgelegen hat, nein, ich bin ja schon fertig, falls Rechtswidrigkeit vorgelegen hat, diese Fehler abzustellen, das werden wir auch mit den ordnungsgemäßen Gremien dieses Parlaments kontrollieren. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Tasch. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Abschiebungen der jungen Frau Banu O. hat uns in den vergangenen Wochen immer und immer wieder beschäftigt. Durch das hartnäckige Nachhaken der Opposition sind immer neue Enthüllungen über die skandalöse Berliner Abschiebepraxis ans Tagelicht gekommen. Herr Banzer, vielleicht können Sie sich lieber hinsetzen und besser zuhören. Was halten Sie davon? Dabei wurde deutlich, unter Führung der CDU ist es zu einem Kurswechsel in der Berliner Integration und Flüchtlingspolitik gekommen. Der Berliner Ausländerbehörde geht es unter Senator Henkel nur noch darum, möglichst viele Menschen abzuschieben. Schließlich muss sie ja seine Zielvorgaben zu Abschiebungen erfüllen. Man muss sich das mal auf der Zunge ergehen lassen. Es gibt im Land Berlin mittlerweile Zielvorgaben zu Abschiebungen, und das ist widerlich, ja? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben Sie richtig gehört, das ist widerlich. Daher nimmt es die Ausländerbehörde mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien auch nicht so genau. So ist die Zahl der für die Betroffenen äußerst belastenden Direktabschiebungen in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Im Fall Banu O. hat die Berliner Ausländerbehörde falsche Tatsachen vorgespiegelt, um die Betroffenen in die Ausländerbehörde zu locken und so schnell wie möglich außer Landes zu schaffen. Ein dubioser Mediziner, der uns allen inzwischen ja bekannt ist, hat sie im Auftrag der Ausländerbehörde für reisetauglich erklärt, obwohl sie schwere Flugangst hat und einen Nervenzusammenbruch erlitt. Doch als dies war egal, der Flieger stand,
schließlich schon bereit und konnte nicht warten. Daher wurde sie mit Psychopharmaka ruhiggestellt. Auch die Härtefallkommission, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unter Rot-Schwarz zu einer Institution ohne Gestaltungsrahmen verkümmert. Rund 2/3 aller Härtefälle werden von Senator Henkel abgelehnt, und zwar nach Gutsherrenart und ohne Begründung. Unter Rot-Rot hatte der damalige SPD-Innensenator Körting noch 70% aller Härtefälle stattgegeben. Es gibt großen Handlungsbedarf. Wir wollen eine Änderung der Berliner Integration und Flüchtlingspolitik. Wir wollen die Missstände in der Ausländerbehörde und Abschiebepraxis in Berlin abstellen. Und zwar sofort. Dazu braucht es unserer Meinung nach keinen Untersuchungsausschuss, sondern andere politische Ziele. Deswegen werden wir uns zu Ihrem Antrag auch enthalten, liebe Frau Bayram. Im Bereich der Rückführungen hat das Land Berlin große Spielräume. Diese müssen vollständig ausgeschöpft werden. Menschen muss in allererster Linie eine Bleiberechtsperspektive geboten werden. Sind alle Spielräume erloschen, muss der freiwilligen Ausreise Priorität vor der zwangsweisen Durchsetzung der Ausreisepflicht eingeräumt werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich komme gleich zum Schluss. Keine Zwischenfrage. Gut. Wir wollen fachärztliche Standards. Wir wollen fachärztliche Standards bei Abschiebungen sichern. Die Bundesärztekammer setzt sich seit Jahren für die Wahrung ethischer und medizinischer Grundsätze bei Abschiebungen ein. Die Reisefähigkeit der Betroffenen muss zweifelsfrei sichergestellt sein. Man darf diese medizinische Entscheidung nicht irgendwelchen dubiosen Honorarärzten im Auftrag der Ausländerbehörde und Polizei überlassen. Dazu brauchen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, unabhängige, fachlich qualifizierte Ärzte. Zahlreiche Innenministerien haben bereits Verwaltungsanweisungen mit dem Ziel erlassen, um unnötige Härten bei Abschiebungen für die Betroffenen zu vermeiden und fachärztliche Standards bei Abschiebungen einzuhalten. Berlin muss seine Behörden ebenfalls dazu anweisen. Darüber hinaus muss die Praxis der Direktabschiebungen unverzüglich beendet werden. Der Rechtsschutz der Betroffenen bei Abschiebungen muss gestärkt werden. Dazu muss die Ausländerbehörde grundlegend neu aufgestellt werden. Der unter Rot-Rot eingeschlagene Reformprozess muss neu aufgenommen und verstärkt werden. Dafür werden wir, lieber Benedikt Lux, uns in den kommenden Wochen und Monaten einsetzen und entsprechende Anträge einbringen. Ja, liebe Benedikt Lux, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Grünen, wir haben die Verantwortung, und die Verantwortung übernehmen wir gerne in diesem Fall. Und deswegen stellen wir Anträge, und deswegen wollen wir in diesem Bereich auch Änderungen sofort erreichen, nicht auf die Ergebnisse eines Untersuchungsausschusses abwarten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Tasch. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Rissmann. Bitte. Oh. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, meine lieben und geschätzten Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion, es ist doch für uns sehr amüsant zu sehen, dass die Oppositionsfraktionen bei einem für sie eigentlich so einfachen Thema keine Einigkeit hinbekommt, aber der Meinung ist, in der Koalition eine gewisse Brüchigkeit zu sehen. Ich finde das schon sehr spannend, dass Sie bei einem und demselben Sachverhalt hier unterschiedliche Wege gehen und nicht mal dort eine Kraft des gemeinsamen Vorgehens haben. Im Kern haben Sie jedoch dasselbe Anliegen. Im Kern geht es Ihnen nicht darum, einen Einzelfall, den Sie, Frau Kollegin Bayram, hier gekünstelt hochziehen, an dem nämlich gar nichts dran ist. Sie wollen diesen Einzelfall gar nicht aufklären oder diesen zum Anlass nehmen, irgendetwas zu verbessern, sondern Ihnen geht es vielmehr darum, hier einen Anlass zu haben, sich grundsätzlich gegen die Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung zu stellen. Da der Kollege Zimmermann zu Ihrem peinlichen Anliegen der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses schon das Nötige und das Richtige gesagt hat, will ich 2, 3 Sachen sagen zu dem Antrag von Linken und Piraten. Die fordern in ihrer Überschrift zu ihrem Anliegen, Zitat,
die Sicherung fachärztlicher Standards bei Abschiebungen. Zitat Ende. Tatsächlich entlarvt sie ihre Begründung. Dort bekennen sie ihre eigentliche Motivation, wenn sie schreiben, Zitat, die Antragstellerinnen treten für ein humanitäres Einwanderungsrecht ein und lehnen die zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht ab. Auf Landesebene soll vor diesem Hintergrund jeglicher Handlungsspielraum genutzt werden, um Abschiebungen sowie damit einhergehende Härten für die betroffenen Menschen zu vermeiden. Zitat Ende. Habe ich mir so nicht überlegt, aber auch schön, ist ja mal was Ungewohntes, setzt aber Ihre Überschrift eben noch voraus, dass Abschiebungen erfolgen. So, und Sie vermitteln damit, dass Sie eigentlich nur darüber reden wollen, wie die organisiert sein sollen, also welche fachärztlichen Standards man dort formuliert. So zeigt doch Ihre Begründung, dass es Ihnen tatsächlich um das Ob geht, nämlich dass Sie grundsätzlich gar keine Abschiebungen haben wollen. Und diese Haltung ist ganz offen und ehrlich gesagt einfach nicht rechtsstaatlich. Der Rechtsstaat erfordert immer und notwendigerweise, dass seine Titel, die er gesetzt hat, der Rechtsstaat ist der höchste Ausdruck der Menschlichkeit. Und der Rechtsstaat erfordert, dass seine Titel, die er auf einem geordneten Verfahren gesetzt hat, auch vollstreckt werden können. Und wenn das humanitärste Ausländerrecht und das großzügigste Asylrecht der Welt, das wir hier in Deutschland haben, überprüft durch zahlreiche behördliche und gerichtliche Instanzen und noch durch Härtefallkommissionen zu dem Ergebnis kommt, dass die Person nicht in unserem Land bleiben kann, dann muss diese Entscheidung auch durchgesetzt werden oder muss abgeschoben werden. Ich will bei dem Antrag der Grünen, Kollege Zimmermann hat schon darauf hingewiesen, dass Sie Rechtsgeschichte geschrieben haben oder Parlamentsgeschichte, weil Sie hier einen Antrag einbringen, der nicht mal das erforderliche Quorum mit sich bringt. Da muss man mal in der Tat die Piraten und die Linke loben, dass sie eben doch nicht jeden Quatsch mitmachen, den Sie hier auf den Tisch legen. Sie wollen gar keine sachliche Befassung, Frau Bayram, sondern Sie wollen mit diesem Thema hier einen weiteren Showroom schaffen, um Ihr peinliches Gutmenschentum hier zu produzieren. Sie begründen Ihren Wunsch nach einem Untersuchungsausschuss damit, dass diese Fragen in den zuständigen Fachausschüssen des Parlaments nicht umfangreich geklärt werden können. Tatsächlich ist es so, dass der anlassgebende Fall am 4.5., 8.6.2015 gänzlich und am 20.04.2015 teilweise im Innenausschuss mithin mindestens 6 Stunden behandelt worden ist und unzählige schriftliche und mündliche Anfragen gestellt und beantwortet wurden. Und natürlich hat sich am Ende kein Anhaltspunkt dafür ergeben, dass eine rechtswidrige Abschiebung durchgeführt worden ist. Der Untersuchungsausschuss hat also in der Sache gar keine Grundlage, so wie der Kollege Zimmermann es richtig dargestellt hat. Und darüber hinaus noch Folgendes. Auch schon der äußere. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Höfinghoff. Ich würde gern zu Ende ausführen. Also nein. Auch genügt Ihr Anliegen darüber hinaus nicht. Der äußere Umfang kann schon kein Untersuchungsausschuss rechtfertigen. Sie bieten gerade einmal 14 Fragen auf, von denen einige, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde, schon ungeeignet oder unzulässig sind. Sie kommen, wenn ich mit Ihnen großzügig umgehe, gerade mal vielleicht auf 10 zulässige Fragen. Zum Vergleich, der Untersuchungsausschuss BER hat unterdessen 89 Fragen. Der Untersuchungsausschuss zur Staatsoper hat jetzt schon 28. Und Sie wollen für 10 Fragen, die Sie im Innenausschuss beantwortet bekommen haben, den Steuerzahler und die Verwaltung jetzt hier belasten? Stellen Sie Ihre Frage einfach nochmal in schriftlicher Form, dann kriegen Sie nochmal die gleiche Antwort. Dafür müssen Sie keine Steuergelder verschwenden. Und er ist ja doch da. Ich habe meinen Kollegen rechtspolitischen Sprecher Behrendt vermisst. Ich dachte, das wird der Grund sein, dass Sie hier so etwas handwerklich Schlechtes auf den Tisch legen. Teile Ihrer Fragen sind rechtlich problematisch. Sie sind unzulässig, da sie das Handeln der Bundespolizei betreffen. Die Bundespolizei wird durch den Deutschen Bundestag, ich sage es Ihnen gleich, ich nenne Ihnen die Fragen gleich, wird durch den Deutschen Bundestag und nicht durch uns kontrolliert. Paragraph 1 Absatz 2 unseres Untersuchungsausschussgesetzes legt die Zuständigkeit fest für die Aufklärung von Tatbeständen. Zitat, im Rahmen der verfassungsmäßigen Zuständigkeit des Abgeordnetenhauses. Und Frau Kollegin Bayram, auch Sie werden wissen, für die Bundespolizei sind wir evident nicht zuständig. Also sind Ihre Fragen schon unzulässig. Und die Bundespolizei wird nicht etwa an Amtshilfe tätig, wo man noch konstruiert. Guck mal, der Lux hört doch zu. Hören Sie mal zu.
Man könnte ja noch konstruieren, wenn es in Form der Amtshilfe wäre, dass eine Zuständigkeit begründet werde. Ist es aber nicht, weil nach dem Aufenthaltsgesetz die Bundespolizei in eigener Verantwortung zuständig wird. Ähnliches gilt auch für Ihre Frage A7 ist es. Da wollen Sie über die EU-Rückführungsrichtlinie sprechen. Da liegt die Gesetzgebungskompetenz und die Zuständigkeit beim Bundesgesetzgeber. Evident nicht bei uns und damit sind wir nicht zuständig. Weiteres, und ich habe da noch viele weitere Punkte, die hebe ich mir auf, weil meine rote Lampe schon ziemlich lange leuchtet. Für den Rechtsausschuss, Sie können uns da ja besuchen kommen. Da machen wir dann weiter Juraseminar. Ich wünsche eine schöne Sommerpause. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rissmann. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Reinhardt. Bitte. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Rissmann, zumindest in einer Sache hatten Sie ja wirklich auch recht. Es geht tatsächlich hier darum, die Abschiebepraxis im Land Berlin grundsätzlich zu verändern. Und ich denke, dass wir uns auch in der Sache fast einig sind, dass Abschiebung, Abschiebehaft das härteste Mittel des Staates sind, um den Aufenthalt einer Person im Bundesgebiet zu beenden. Darum ist es natürlich auch sinnvoll, und genau das fordert unser Antrag, Spielräume, die möglich sind, und die sind möglich, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, auch zu nutzen. Allein in der vergangenen Woche gab es aus Berlin 2 Sammelabschiebungen in den Westbalkan. Familien, deren Kinder bereits Freundschaften geknüpft hatten, in Deutschland in die Schule gingen und Zukunftspläne hatten, wurden mittellos und völlig unvorbereitet direkt in die Obdachlosigkeit abgeschoben. Die Härte und Rücksichtslosigkeit bei Abschiebungen hat sich seit Amtsantritt von Innensenator Henkel, und das stimmt tatsächlich, massiv verschärft. Die Zahl der Direktabschiebungen ist sprunghaft angestiegen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Rissmann. Herr Rissmann, bitte schön. Danke, Herr Kollege Reinhardt. Können Sie uns bitte sagen, wie hoch die Anerkennungsquote ist im Asylverfahren, die gerichtliche Anerkennungsquote, die rechtskräftige gerichtliche Anerkennungsquote für den Personenkreis aus dem, wie Sie sagen, Westbalkan? Herr Rissmann, ich möchte tatsächlich diese Frage an dieser Stelle einfach nicht beantworten. Ich habe die Diskussion mit Ihrem Kollegen Dräger schon umfangreich und umfassend geführt. Es hat in dieser Frage einfach keine Relevanz. Wir reden hier über medizinische Verfahren und über Abschiebepraxis im Land Berlin, die unter Ihrem Innensenator massiv verschärft wurde. Die Zahl der Direktabschiebungen, und das ist nämlich das Thema hier, die Zahl der Direktabschiebungen ist sprunghaft angestiegen. 2012 waren es noch 24 Direktabschiebungen, 2013 waren es 267. Im vergangenen Jahr waren es 464 Direktabschiebungen von den insgesamt 602 Abschiebungen, die durchgeführt wurden. Das geht übrigens aus einer Anfrage des Kollegen Taschew vor. Dank Innensenator Henkel ist das Land Berlin nun auf einem guten Weg, Abschiebehauptstadt Deutschlands zu werden. Der Innensenator selbst verwies in der Plenarsitzung vom 16. Januar 2014 darauf, dass die Ausländerbehörde zunehmend auf das Mittel der Selbstgestellung, also die Möglichkeit, sich ohne polizeiliche Begleitung zur Abschiebung einzufinden, verzichtet. Abschiebungen finden im Land Berlin bei Nacht und Nebel statt. In den frühen Morgenstunden werden Menschen aus den Sammelunterkünften durch die Polizei geholt und direkt abgeschoben. Oder wie im Fall Banu-O, den wir hier schon diskutiert haben, so geschehen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Ausländerbehörde gerufen, direkt und direkt aus der Behörde abgeschoben. Die von ihr vorgelegten Atteste und Gutachten wurden entweder nicht zur Kenntnis genommen oder nicht ausreichend gewürdigt. Und da ging es dann eben um den Bereich Flug- und Reisefähigkeit, den ich hier vertiefen möchte. Die Flug- und Reisefähigkeit von Banu O war von dem bereits benannten dubiosen Honorararzt der Ausländerbehörde freigestellt worden, der sie daraufhin auch auf dem Flug begleitete. Damit hat er sich dann einen Folgeauftrag verschafft und doppelt profitiert. Dieser freie Arzt war dann als Honorararzt für Ausländerbehörden mehrerer Bundesländer, mehrerer Länderpolizeien sowie die Bundespolizei tätig. Der 118. Deutsche Ärztetag vom Mai 2005 fordert die Gerichte und Behörden auf, für die medizinische, insbesondere psychologische Beurteilung von Flüchtlingen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren und für die Untersuchung von einer Abschiebung ärztliche qualifizierte Gutachter einzusetzen. Die Innenministerien von Bremen und Niedersachsen haben in ihren Verwaltungsanweisungen zur Organisation und Durchführung von Abschiebungen und Abschiebehaft auch fachärztliche Standards bei der Feststellung der Reisetauglichkeit geregelt. Berlin sollte diesem Beispiel folgen. Applaus
Die Reisefähigkeit eines Abzuschiebenden ist durch einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Arzt zu attestieren. Ist die Reisefähigkeit nicht festgestellt, darf auch keine Abschiebung erfolgen. Nicht erst der Fall Banu O macht deutlich, die Abschiebepraxis und die gesamte Ausländerbehörde gehören auf den Prüfstand. Die Missstände sind bekannt und sollten behoben werden. Der heute vorliegende Antrag ist Teil einer gemeinsamen Antragsserie mit der Linksfraktion und umfasst mehrere wichtige Bereiche. Zum Ersten, es bedarf einer grundlegenden Reform der Ausländerbehörde und einer Konzeption der Ausländerbehörde als Teil der Willkommenskultur. Zum Zweiten, Entscheidungen der Härtefallkommission sollten nicht durch Einspruch von Innensenator Henkel gekippt werden können. Und zum Dritten, auch im Fall von Direktabschiebung muss einstweiliger Rechtsschutz gewährleistet sein. Das war er in diesem Fall nicht. Lassen Sie uns nun mit dem vorliegenden Antrag einen Anfang machen und in dieser offenen Welthauptstadt dem unwürdigen Umgang mit in Berlin lebenden Geflüchteten und Migrantinnen endlich ein Ende setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Das Wort zu einer Zwischenbemerkung hat Frau Abgeordnete Bayram. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Kollege Reinhardt, Sie haben öffentlich in Medien gesagt, Sie wollen Untersuchungsausschuss. Sie haben gesagt, der Innensenator hat die Unwahrheit gesagt und muss zurücktreten. Was ist seitdem bei Ihnen passiert? Vielen Dank. Möchten Sie antworten, Herr Reinhardt? Bitte. Ich habe ja eh schon mit einer Zwischenfrage von Ihnen gerechnet, aber können wir auch jetzt gerne so machen. Es ist ja tatsächlich richtig, dass wir hier in der Sache doch hoffentlich eigentlich uns einig sind, dass sich was verändern muss im Land Berlin. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir hier diese Anträge eingebracht haben. Und ich habe mich schon, fand das schon etwas schade, dass wir jetzt, anstatt über diese Sache zu reden, uns tatsächlich, und da hat ja die SPD-Fraktion auch zum Teil recht, uns in diesen förmlichen, formalen Fragen jetzt hier bewegen und diskutieren müssen, anstatt uns einfach mal wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die Abschiebepraxis im Lande Berlin, auf die absoluten Missstände, die hier herrschen und auch über die Probleme in der Ausländerbehörde. Ich finde es auch ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie hier, obwohl es in der Sache doch eigentlich Einigkeit herrscht, das jetzt plötzlich so darstellen, als wenn man im Land Berlin bei allen Themen, wenn die einem wichtig sind, nur vorankommt, wenn man einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Es ist ja jetzt auch nicht gerade so, dass die Piratenfraktion geizen würde mit Untersuchungsausschüssen. Wenn ich mich da richtig entsinne, haben wir den Untersuchungsausschuss zum BER maßgeblich mit vorangetrieben. Und beim Staatsopernuntersuchungsausschuss saßen wir auch letztendlich da und haben den Einsetzungsbeschluss geschrieben. Also es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir da irgendwie ständig kneifen würden. Wenn das so wäre, liebe grüne Fraktion, dann muss ich mich tatsächlich noch mal fragen, warum Sie denn unserem Untersuchungsausschuss im Bereich LAGESO und im Bereich... Ja, das ist schön, dass Sie das jetzt hier abstreiten. Die Piratenfraktion hat mehrfach den Vorschlag gemacht, dazu einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Und ihr habt dazu nicht zugestimmt. Das ist sehr schade. Und genau deswegen gibt es keinen Untersuchungsausschuss in diesem Bereich. Und genau deswegen können wir jetzt nicht in diesem Untersuchungsausschuss in dem Bereich forschen und schon erste Erkenntnisse haben. Und genau deswegen müssen wir uns jetzt auf diesen Wirtschaftsprüfungsbericht zurückziehen und dort nachlesen, was wir schon längst selbst hätten eigentlich erkunden können. Also es ist schade, dass Sie jetzt genau in dem Bereich plötzlich sagen, da muss es unbedingt sein, während in allen anderen Bereichen das nicht notwendig ist. Also diese Doppelmoral finde ich an der Stelle etwas fragwürdig. Die Piratenfraktion hat sich an der Stelle klar positioniert. Wir wissen, was schiefläuft. Wir wissen, wie wir das ändern wollen, haben dazu Anträge eingebracht. Und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung der Grünen-Fraktion in dem Bereich. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Der Vorabüberweisung haben Sie eingangs zugestimmt. Zu dem Antrag auf Drucksache 1723/36 wird zudem die Überweisung an den Hauptausschuss empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Gibt es nicht, dann verfahren wir so. Zu dem Antrag auf Drucksache 19 2350 wird die Überweisung an den Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung empfohlen.
Gibt es hierzu Widerspruch? Auch das gibt es nicht, dann verfahren wir so. Der Tagesordnungspunkt 32 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unter Nummer 3.3. Die Tagesordnungspunkte 33 und 34a bis C stehen auf der Konsensliste. Der Tagesordnungspunkt 35 war Priorität der Piratenfraktion unter Nummer 3.5. Der Tagesordnungspunkt 36 wurde in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 31 beraten. Ich komme nun also zum Tagesordnungspunkt 37. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 17-2351. Raum für Kunst. Berlin bekommt einen Graffiti-Beauftragten. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Das Wort hat Herr Abgeordnete Magalski. Bitte. Ganz ruhig, Kollege Schneider. Jetzt können wir uns wieder entspannen. Jetzt kommen wir zu kulturellen Angelegenheiten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Graffiti sind in Deutschland nicht erst seit den 1970er Jahren Ausdruck künstlerischer und gesellschaftspolitischer Kreativität. Besonders in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft waren sie die Möglichkeit des passiven Widerstands und eine frühe Form der Kommunikationsguerilla. Darf ich Sie kurz unterbrechen, Herr Abgeordneter? Meine Damen und Herren, das Wort hat der Abgeordnete Magalski und sonst niemand. Fahren Sie bitte fort. Beispiele dafür können wir in der 2014 neu eröffneten Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße besichtigen. Aber bereits um 2700 vor Christi fanden sich die ersten Graffiti bei den Ägyptern, die Göttern oder Provinzherrschern gewidmet waren. Es geht dann weiter bei den Römern und den Griechen, deren Wandschriften oftmals mit Bildern und Karikaturen begleitet Aufschlüsse über die Lebenssituation der Menschen von damals geben. Über Wikinger, die Karzer zu Bismarcks Zeiten und die Studentenbewegung der 1960er Jahre taucht Graffiti immer wieder auf, bis es endlich mit der aufkommenden Hip-Hop-Kultur ab den 1970er Jahren zur bis dato größten Popularität gelangte. Kommen wir aber zurück in die Gegenwart, denn dieser kleine Abriss sollte nur dazu dienen, die kulturhistorische Bedeutung von Graffiti vermutlich zum ersten Mal in diesem Hause zu verdeutlichen. Denn es ist sehr schade, um nicht zu sagen rückständig, dass die Politik in Berlin bis heute nur über Graffiti spricht, wenn es um Sachbeschädigung an Hausfassaden geht. Aber die künstlerische Bedeutung und den dadurch entstehenden Mehrwert für Berlin als Kunst- und Kulturmetropole nicht begreift. Das muss sich unserer Meinung nach dringend ändern, wenn wir nicht weiter hinter anderen Weltstädten zurückfallen wollen oder gar hinter die bayerische Landeshauptstadt München, die bereits den Vorteil eines Beauftragten für Graffiti erkannt hat. Denn die Vorteile liegen doch klar auf der Hand, meine Damen und Herren. Die Zentralisierung der Kompetenz an einer Stelle kann in Zusammenarbeit mit der Graffiti- und Street-Art-Szene für die Koordination zur Gestaltung und damit zur Aufwertung ganzer Stadtteile und Kieze in Berlin führen. Ohne Gentrifizierung und ohne Erhöhung der Mieten, versteht sich, meine Damen und Herren. Die Schaffung von legalen Wänden in Zusammenarbeit mit Hauseigentümern und Wohnungsunternehmen wird tendenziell zu einem Rückgang von illegalem Graffiti führen. Im Jahr 2014 wurden im Landeskriminalamt insgesamt 1.593 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung auf Graffiti bearbeitet. Das geht aus einer Anfrage des Kollegen Trapp hervor, vom April des Jahres. Unser Ziel muss es sein, diese Zahl weiter nach unten zu schrauben. Aber das schaffen wir nicht mit noch mehr repressiven Mitteln, sondern oder mehr überlasteten Ordnungshütern, die Wichtigeres zu tun haben. Nein, durch Angebote über die kulturelle Bildung schaffen wir das. Diese wird diesbezüglich noch sehr kleinteilig an wenigen Schulen und Jugendzentren, aber dankenswerterweise von freien Künstlerinnen, Kunstlehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und Streetworkerinnen geleistet und muss gefördert und gestärkt werden.
Des Weiteren ist die Wirkung der gestalterischen Möglichkeiten von Graffiti und Street Art als Kunst am Bau in allen Bezirken in unterschiedlicher Ausprägung zu beobachten. Und das nicht erst seit den Auseinandersetzungen um die Bilder und Stencils von Banksy in Kreuzberg. Der Gewinn dieser Kunstform für unsere Stadt lässt sich monetär gar nicht begreifen. Touristenmagneten sind sie, sie prägen diese Stadt, sie gehören zu dieser Stadt. Der Google Street Art Launch mit unserem Kulturstaatssekretär Renner als Redner deutet darauf hin, dass der Senat gewillt ist, diese Kunstformen besser zu begleiten und zu fördern. Auf den Seiten von berlin.de und visitberlin.de finden Urban Art, Street Art und Graffiti schon seit längerem Bedeutung und werden beworben. Diese Bekenntnisse muss Berlin in ein Konzept gießen. Dazu braucht es einen kompetenten Graffiti-Beauftragten, eine kompetente Graffiti-Beauftragte, der oder die sich dem annimmt. Es gibt noch genug freie Flächen, vom Trafokasten bis zur Brandmauer, die anstatt Mausgrau auch künstlerisch wertvoll gestaltet werden könnten, um eine Aufwertung zu erfahren. Diese und viele andere Ideen können nur von künstlerisch kompetenter und erfahrener Seite betrachtet werden und dürfen nicht einer rein ordnungspolitischen Sichtweise unterworfen werden. Darüber und wie wir zu einem gemeinsam umsetzbaren Antrag hierzu kommen, wollen wir gerne mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der SPD und der CDU, im Ausschuss zusammen beraten und werden das auch gerne mit Akteurinnen und Akteuren im Rahmen einer Anhörung im Ausschuss tun. Ich lade Sie dazu herzlich ein, hier konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Magalski. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Harrand. Bitte. Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt vielleicht dann doch das allgemeine Hintergrundgemurmel und den Lärmteppich ein bisschen reduzieren könnten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Präsidentin, ich habe es jetzt schwer nach dieser leidenschaftlichen Rede, das ist mir klar, darum werde ich mich auch relativ kurz fassen. Ich bedanke mich, Herr Magalski, für Ihre Einführung in die Kulturhistorie. Sie haben die Griechen, die Römer genannt, Sie haben die Pyramiden erwähnt, Sie haben die Steinzeit vergessen. Schon in den Höhlen der Steinzeit finden sich Tags. Wenn schon, dann bitte vollständig. Ja, Herr Magalski, Graffiti ist Kunst, sagen Sie. Und ich würde mal insofern zustimmen, im besten Falle ist es Kunst, weit häufiger aber nur ein Versuch und oft eben einfach nur Sachbeschädigung. Oder wie würden Sie die Tags bezeichnen, die wir überall finden, die ja mehr als ein Gekritzel oder eine Schmiererei sind und die auch oft sehr ärgerlich sind? So, ja. Es ist ja unübersehbar, dass Graffiti in Berlin eine Ausdrucksform ist, eine allgegenwärtige Ausdrucksform, da haben Sie recht. Und eine Auseinandersetzung aus unterschiedlichsten Gründen können wir durchaus führen. Der Antrag kann das auch anstoßen, das ist gut. Aber bevor Sie hier Stellen und Projektmittel verteilen, sollten wir doch einiges vorab klären. Ich sage nur als Beispiel, mal mit den direkt Betroffenen sprechen, mit der S-Bahn, mit der Bauverwaltung, mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit bestimmten Eigentümern, die sich damit sehr plagen. Was gibt es bereits an Projekten? Es gibt nämlich eine ganze Menge, schon in Schulen, aber auch die Firmen bieten da einiges an, Vattenfall zum Beispiel. Was will die Szene? Will die wirklich einen amtlich beauftragten Sacharbeiter für Street Art? Die wollen das, also in München haben wir das schon. Ich finde, es klingt ein bisschen sehr beamtenmäßig. Wir müssen fragen, welche Möglichkeiten gibt es und was ist eigentlich das Ziel? Wollen wir Übungsflächen, wollen wir Präsentationsflächen? Ihr Antrag ist sehr ausführlich, sehr fleißig zusammengestellt. Sogar die Müllentsorgung ist geregelt, bemerkenswert. Und natürlich, die Forderung nach einem Gesamtkonzept fehlt auch nicht.
Herr Kuckmann-Galske, seien Sie mir nicht böse. Mich erinnert es ein bisschen an den Versuch, die Widerspenstigen zu zähmen, eine Kunstform zu etablieren. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob sich die Graffiti-Sprayer auch zähmen lassen, wenn Staatsknete winkt. Alles Weitere im Ausschuss. Vielen Dank, Frau Harrand. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Schweikart. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, Kollegin Harrand und Kollege Magalski, ich gebe Ihnen natürlich recht. Graffiti ist eine der ältesten Kulturtechniken, die wir kennen. Tatsächlich existieren heute noch Pieces, die mehr als 40.000 Jahre alt sind und schon lange von der UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen wurden. Mittlerweile müssen diese Zeichnungen allerdings vor uns Menschen geschützt werden. Die Atemluft der Touristen beschädigt die Bilder unwiederbringlich. Gut, dass in Berlin die meisten Werke nicht in Höhlen hängen. Aber was ist hier vor Ort Kunst und was kann weg? Verkehrsbetriebe und Eigentümerverbände in Deutschland beklagen jedes Jahr Sachschäden in hundertfacher Millionenhöhe. Aber ein echter Banksy auf der Hauswand verdoppelt den Wert einer Immobilie. Graffiti ist künstlerisch, politisch und kommerziell zugleich. Auf der ganzen Welt stehen vor Museen und Botschaften bemalte Elemente der Berliner Mauer. Symbole für Widerstand, Einheit und Freiheit. Visit Berlin wirbt mit dem globalen Bekanntheitsgrad der Berliner Sprayer. Und ganze Wirtschaftszweige sind entstanden. Mit Street-Art-Touren für Touristen, Graffiti-Workshops für gestresste Manager oder bunt bemalten Mauerstückchen aus Berlin, der selbsternannten Hauptstadt der Urban Art. Städtische Wohnungsbaugesellschaften engagieren Künstlerinnen, um ihre grauen Betonklötze aufzuhübschen. Und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis ein paar nicht ganz so gesetzestreue Mitbürgerinnen die Sicherheitsvorkehrungen für etwas Fame austricksen und sich der Fassade des BND annehmen. Graffiti ist weithin sichtbar und doch vergänglich. Sie bewegt sich zwischen Religion und Werbung, zwischen Kommerz und Kunst, zwischen Vandalismus und Kultur, zwischen Schönheit und Illegalität. Ob aber ein oder eine Graffiti-Beauftragte all diese Konflikte auflösen kann, da habe ich ziemliche Zweifel. Trotzdem danke ich den Piraten ausdrücklich für diesen Aufschlag. Denn es ist richtig und wichtig, dass wir uns in diesem Haus ausführlich und intensiv mit dieser für Berlin so prägenden Kulturform beschäftigen. Und auch wenn Sie die Linke und die Grünen ausgeladen haben, ich freue mich auf gute Diskussionen mit spannenden Gästen, zunächst im Kulturausschuss, und empfehle bis dahin möglichst viele sommerliche Ortstermine mit Chillen und Grillen auf den Wiesen und zu Füßen der schönsten Wände der Stadt. Vielen Dank und einen tollen Sommer. Vielen Dank, Herr Schweikart. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Schlede. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ob die kulturhistorische Erörterung von Graffiti von der Steinzeit im alten Ägypten über die Griechen und Römer uns in der Frage, was heute Graffiti in seiner Kunst als Bedeutung weiterhilft, wage ich mal im höchsten Maße zu bezweifeln. Also Herr Magalski, Wikipedia ist nicht schlecht von Ihnen zitiert worden, aber das reicht nicht aus. Das kommt dem Problem nun überhaupt nicht nahe. Wenn Sie heute eine Befragung veranstalten würden, was ist aus der Sicht der Berliner Graffiti, dann würden mindestens 90% sagen, Verunstaltung der Stadt. Und wissen Sie, wenn ich in Ihre Begründung gehe, da sagen Sie als erstes mal überhaupt mit Ausrufungszeichen, Graffiti ist Kunst. Woher nehmen Sie denn diese Erkenntnis? Wenn ich beispielsweise mit der S-Bahn von Zehlendorf, Mexikoplatz hinaufgenommen, zum Anhalter Bahnhof fahre, dann sehe ich eine Menge Graffiti. Und das ist reinste Verunstaltung. Von Kunst kann überhaupt nicht die Rede sein. Und Herr Magalski, da bin ich ja schon ganz froh, wenn ich in einem unbeschmierten S-Bahn-Zug hier ankomme. Fragen Sie doch mal S-Bahn, fragen Sie doch mal die Deutsche Bahn, fragen Sie mal die U-Bahn, was Sie von diesen Zeichnungen halten, von den Verschmierungen halten, von den zerkratzten. Entschuldigung. Ist das Wort wieder, bitte?
Müsste ich dann beispielsweise ja auch noch als Kunst deklarieren. Mal sehen, welche Unterform Sie dann noch hier einbauen würden. Und dann kommt hier, dann sprechen Sie plötzlich, nein, überhaupt nicht. Okay. Sie wollen ja auch irgendwann zum Sommerfest. So, was die Grauzone nun angeht, eine merkwürdige Beschreibung. Da sagen Sie, dass naturgemäß viele der Werke bis heute noch illegalisiert werden. Die sind illegal, die werden nicht illegalisiert. Lassen Sie sich mal Ihr Haus verschmieren und dann versuchen Sie mal, den Schaden zu beseitigen. Dann haben Sie aber, jetzt sage ich mal ganz klar, die Schnauze so voll und denken, wer kümmert sich denn da um Graffiti bei mir und zwar in meiner Verantwortung, es wegzubekommen. Und deswegen diese 1590 Anzeigen, die werden Sie wahrscheinlich auch nicht in Zukunft unterschreiten, wenn das so weitergeht. Ich bestreite doch gar nicht, dass es herausragende Werke, nun komme ich mal ein bisschen weg von dem Begriff Graffiti, der Malerei gibt, die es auch in Berlin an Häuserwänden, nehmen wir beispielsweise Kuvri-Straße, haben wir ja gesehen, herausragende künstlerische Bedeutung haben. Oder ich sehe auf der Rückseite beispielsweise auch der Mauer, wenn wir mal an die East Side Gallery gehen, Dinge, die heute weltweit verbreitet sind und, sagen wir mal, dem Kunstbegriff nahe kommen, sind auch sehr populär. Ob alles künstlerisch so wertvoll ist, ist eine andere Frage. Also die Frage, was die verantwortlichen Stellen, die Sie hier meinen, mit zitieren in der Begründung, wer da ist. Jeder Einzelne sozusagen ist plötzlich in der Verantwortung, den Schaden zu beseitigen, den durch Fremde seinem Eigentum zugefügt werden. Und das müssen Sie doch mal als Grundsatz erstmal akzeptieren. Dass es daneben auch fraglos weltweit hervorragende Beispiele von Graffiti genannten Kunstwerken gibt, der Malerei, ist unbestritten, aber das trifft ja gar nicht das Thema hier. Was Sie hier aufbauen im Sinne eines Beauftragten, ist ein bürokratisches Monster. Ich will Ihnen das gar nicht alles vorlesen, was hier von Ihnen gefordert wird, von Katalogisierung, Schaffung, Bekanntmachung legaler Wände beispielsweise, Akquise, Aufgabenbereich, Unterstützung bei der Suche nach Arbeitsräumen und Ateliers für Künstlerinnen, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit. Da ist alles drin, was diese Welt sich vorstellen kann, um gerade Kunst in Frage zu stellen. Das macht alles eine Person. Da wäre schon die erste Frage, die man stellen. Sie haben hier 100.000 Euro jährlich für Personal und Sachmittel. Diese Stelle schon beinhaltend oder um weitere Stellen beispielsweise zu erzeugen? Also, Herr Magalski, ich bin gar nicht mal sicher, auch wenn wir es im Ausschuss weiter diskutieren werden, ob die Grundlagen dieses Antrags überhaupt ausreichen, um darüber sinnvoll zu reden. Ich befürchte eher nein. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Schlede. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Brauer. Ja, wie geht denn das hoch hier? So. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, keine Furcht, ich werde mich nicht an der Ästhetikdiskussion jetzt hier beteiligen. So, ja. Ich zitiere jetzt mal einen Maler aus der Zeit, in der der Luther da mit seinen Thesen zu Wittenberg zugange war. Ein Nürnberger Maler, der wohlweislich keine Graffiti gemacht hat. Denn was die Schönheit ist, vermag ich nicht zu sagen, allein ich weiß, sie haftet vielen Dingen an. Das stammt von Albrecht Dürer und damit will ich es mal belassen, was sozusagen Inhalte anbelangt. Ich möchte nur zwei, drei Sachen sagen zum Problem des Beauftragten. Wir haben in Berlin einen Tierschutzbeauftragten und sind die Hauptstadt der Tierversuche. Wir haben in Berlin einen Radverkehrsbeauftragten und sind die Hauptstadt der exorbitant anwachsenden Schlaglöcher und sonstiger Hindernisse für Radfahrer. Wir haben in Berlin einen Datenschutzbeauftragten. Und einfach mal der Zustand der Datensicherheit in dieser Stadt ist säuisch. Das wissen wir alle. Darüber haben wir hinlänglich im letzten Jahr zwischen den beiden Sommerpausen, die uns bevorstehen und die wir hinter uns haben, diskutiert. Ich weiß nicht, ob ein Graffiti-Beauftragter sozusagen einen Quantensprung hier vollziehen kann, was dieses Thema anbelangt, weil das Grundproblem aller Beauftragten und aller Beiräte liegt einfach darin, dass wir eine Landesregierung haben, die sich einen Deibel darum schert, was externer Sachverstand empfiehlt. Und das wird auch in diesem Fall der Fall sein, auch wenn die hervorragend arbeitende Kulturverwaltung, Herr Magalski, dankenswerterweise in Ihrem Antrag hier nicht mitverantwortlich gemacht wird. Aber das ist noch gar keine Gewähr dafür, dass der Rest des Senates sich anders verhält, als er sich hinsichtlich der Empfehlungen der anderen Beauftragten verhalten wird.
Ihr Antrag ist interessant. Vorhin habe ich gesagt, bei einer anderen Sache, ich habe keine Lust auf Diskussionen in den Ausschüssen. Hier bin ich sehr interessiert daran, Ihrer Diskussion zusammen mit der SPD und der CDU zu folgen. Sie haben ja dazu eingeladen, die beiden Fraktionen. Die Grünen, Kollege Speckert hat schon gesagt, wir sind eigentlich nicht verfahrensbeteiligt nach Ihrer Äußerung. Aber wir sind lernwillig, wir kommen mit hin und dann werden wir mal schauen, was da rauskommt. Vielen herzlichen Dank und schöne Sommerferien. Vielen Dank, Herr Brauer. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-2351 wird die Überweisung an den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten und den Hauptausschuss empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Es gibt nicht, dann verfahren wir so. Der Tagesordnungspunkt 38 steht auf der Konsensliste. Meine Damen und Herren, das war dann unsere heutige Tagesordnung. Die nächste Sitzung, das ist die 68., findet am Donnerstag, den 10. September um 11 Uhr statt. Sie dürfen jetzt dann zu Ihrem heiß erwarteten Sommerfest gehen, Herr Kollege. Ich hoffe, wir sehen uns da gleich beim parlamentarischen Sommerabend. Ansonsten wünsche ich Ihnen bereits jetzt eine schöne Sommerpause. Die Sitzung ist geschlossen.